Wir wollen ja mal ein bisschen von einer absoluten Begeisterung reden. Es ist diese riesen Irrgang muss irgendwann einmal zu Ende gehen. Ein Irrgarten von Denkmöglichkeiten und jeder geht in seine eigene Sackgasse rein und meint, er hätte recht. Darum ist immer das Schöne, das Erste, was ich erkläre, wenn man zuhört, und zuhören kann nur Geist. Und auch hier wieder, ich sage vorhin, ich erkläre es jetzt nur den Geist, der sich jetzt dieses Video ausdenkt und anschaut. Du schaust dir immer das an, was du dir selber ausdenkst. Dass zuerst einmal, egal wer in dir auftaucht, dass der recht hat. Egal was eine Figur, die jetzt als Information in dir auftaucht, behauptet, sie hat recht. Da gibt es nichts zum Streiten. Du wirst bloß mit unterschiedlichen Glaubenssystemen konfrontiert. Aber du wirst dir dann irgendwann einmal klar, dass all diese Antagonisten in deinem Traum, inklusive dir selbst, dir, der Affe, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, ich unterhalte mich ja jetzt mit deinem Geist. Und die große Erkenntnis, dass deine Menschheit, die du dir bis dato ausgedacht hast, nicht weiß, was Geist ist. Es ist kein Abfallprodukt deines Gehirns, das ist purer Materialismus. Und darum sage ich immer wieder, alles, was Holo Feeling dir erklärt, ist hundertprozentig sicher und kann von jedem 13-Jährigen hier und jetzt sofort auf der Stelle hundertprozentig sicher überprüft werden. Du musst nur meine Gedankengänge mitgehen. Die Frage, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, stellt sich überhaupt nicht. Wenn Geist da ist, aber du wirst jetzt mit den Sätzen feststellen, dass du als Brösel unter Brösel, als Affe unter Affe, ich könnte auch sagen, als Videospielfigur unter anderen Videospielfiguren, nahezu keinen findest, der hier hinter seiner Maske praktisch auch im Jenseits, jenseits dieser Spielewelt existiert, weil das Jenseits der Spielewelt als Ding an sich nur als Gedanke existieren kann. Lass das einmal bitte auf dich wirken. Ich sage immer, du gehst davon aus, dass du jetzt träumst. Das ist die eine Metapher. Die andere Metapher ist, du bist der Computer, in dem ein Videospiel läuft. Aber jetzt brauchen wir den Geist und ich setze den Computer selbst als Geist. Das ist natürlich jetzt eine abstrakte Metapher, aber der Computer erlebt das, was in ihm selbst passiert. Das ist der Zustand, wenn du dich selber beobachtest. Wenn ich immer sage, jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Es ist doch kein schwieriger Akt, sich bewusst zu machen, was man im tiefsten Innern glaubt. Ich frage jetzt den, der sich jetzt dieses Video ausdenkt, glaubst du, dass der Michael und der Udo jetzt irgendwo da außen sind? Und die Antwort ist ganz einfach, ein Michael und ein Udo, die du jetzt als Pixelmännchen auf dem Monitor siehst, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, und jetzt sage ich immer wieder, unser Videospiel, du hast da vor Brille auf, dann ist hier Schluss. Die Pixelmännchen auf der VR-Brille sind nicht der Michael und der Udo. Ob ich jetzt da den Namen Michael oder Udo hinschreibe oder ich mache jetzt die zwei Bilder, die, wenn du die kennst, wirst du die so benennen. Wenn du die nicht kennst, sind halt da zwar einfach zwei Pixelmännchen drauf, die wiederum keine Menschen sind, sondern bloß ein Arrangement von Pixel. Das ist hundertprozentig sicher. Das sind jetzt, wenn ich sage, die elementaren Aussagen kannst du sofort überprüfen, aber nur wenn du Bewusstsein bist. Sprich, Bewusstsein ist Geist. Und in der Vordersprache Sein, wenn man das schreiben, das heißt eigentlich, Bewusstsein ist nicht existierend. Weil alles, was existiert, ist vergänglich. Dieses Existere, Heraustreten auf, das lateinische Auftauchen, das sind unsere Gedankenwellen. Aber das habe ich tausendfach erklärt, das sage ich jetzt gleich ab. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Den steuere ich jetzt für dich. Und du kannst das normalen Menschen, die Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis, nicht erklären. Und du musst jetzt erst einmal begreifen, dass alles Existierende nicht für die Ewigkeit erschaffen ist. Darum sage ich, das ganze Geschwätz, das du um dich rum hast, das du ja selber aus dir selber generierst, aus deinem momentanen Schwamminhalt, Menschen am Leben erhalten wollen, ist schon eine absolute Demonstration von Geistlosigkeit. Ich sage, wenn wir jetzt als Brösel und der Brösel uns unterhalten und es taucht irgendjemand in dieser normalen, real empfundenen, deine normale Realität, wie du das nennst, ein Mensch auf, der glaubt, man könnte einen Menschen am Leben erhalten.
ist die totale Demonstration eines Missverständnisses von Unbewusstheit. Weil zuerst einmal weise ich immer wieder darauf hin, du hast es mit Affen zu tun, die nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper machen. Ein Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte. Jetzt ist aber ein ausgedachter Mensch zuerst einmal ein Komplex. Das ist immer, wenn man die Biografien, ich schaue das Wort Biografie, ich schaue mir die Wörter jetzt nicht an, kannst du mal selber schauen. Bios ist das Leben, aber die Graphie, was da eigentlich im Hintergrund steht, das beginnt erst einmal mit GR. Wenn wir das jetzt eingeben, das hebräische Wort GR, Gimel Resch, heißt zuerst einmal, wir können das rot machen, dann ist das der geistige Kopf. Das ist der rote Kopf, in dem sich das Ganze abspielt. Aber da ist was Fremdes. Ich schalte mal da trotzdem gleich ein. Dass man das Prinzip irgendwann einmal versteht. Den habe ich noch gar nicht eingeschaltet. Das ist so das einfache GR, immer das Rot-Blau lesen, aber zuerst mal der bewusste Geist, das ist der geistige Kopf. Das ist der Kopf eines träumenden Geistes. Jetzt haben wir aber in dem Kopf blau eine Information, das ist ein Gehirn, dieses rote G und das blaue G. Das ist das Gehirn und das ist dein Verstand, der Intellekt, das ist das Programm im Computer. Und es macht gewisse Berechnungen in diesem Kopf. Und jetzt ist ganz interessant, dann entsteht letztendlich einmal zuerst ein Fremder, den du zu kennen glaubst. Es ist, wo ist jetzt der Unterschied, ob du an deinen Körper denkst oder an einen anderen Körper denkst? Du sagst ja, ich bin jetzt ja da, ich sehe mich ja, ich spüre mich ja, der andere ist ein anderer. Das ist aber nur, wenn du an deinen aktuellen Körper denkst. Wo ist jetzt der Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel dich als sechsjähriges Kind denkst und dann denkst du ein anderes sechsjähriges Kind und dann wirst du plötzlich feststellen, das, was du dir in die Vergangenheit denkst, dass der Gedanke an dich, als wie du in die Schule als Sechsjähriger an diesen Körper denkst und du denkst an einen anderen sechsjährigen Körper, sind es nur zwei Sechsjährige, die du denkst. Und jetzt ist es interessant, es heißt auch Gast. Da haben wir jetzt schon einen Ast. Aus dem Geist, wenn wir den rot machen, wächst irgendwie ein Ast heraus. Der verzweigt sich sehr stark. Und das ist ein Reisender, ein Schutzbürger. Im Klassischen ist hier der in der Fremde übernachtet, wenn man in das alte Hebräisch reingeht. Die Fremde ist deine Traumwelt. Aber ein Geistesfunk, der sich jetzt in der Traumwelt befindet, bist du. Du Geistesfunk, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, weil du träumst. Dir erzähle ich, dass du ich bist, dass du ewiger Geist bist. Und nicht irgendwelche Figuren, die du dir ausdenkst. Du bist nämlich die Ausnahme in deinem Traum. Und dann setzt sich das zusammen. Drum ist hier ein Fremder, der sich in einem anderen Land, in einer Gemeinschaft aufhält. Oder dann im Sinne von Reisenden, das wird aber selber gemacht. Dieses Spiel, und wir waren ja bei der Biografie, die Biografie eines Menschen. Das Ganze, wenn ich jetzt rein, ich will es da die Wörter nicht so arg auffächern, um das geht es eigentlich gar nicht, sondern dass du zuerst einmal verstehen lernst, was bin ich selbst? Und jetzt geht das Spiel schon los. Wir machen mal ein geistreiches Gespräch zwischen zwei Brösel, auf der Bröselebene. Ich nehme jetzt einmal den Udo, und ich nehme irgendeinen anderen. Und die wollen ja alle diskutieren, die wollen über Standpunkte streiten. Und wir gehen jetzt einmal davon aus, mein Gegenüber hätte überhaupt keine Ahnung, noch nie was von Holofeeling gehört. Und ich will jetzt erst einmal antesten, ob überhaupt hinter dieser Persona ein Geist steckt. Und ich habe in alten Selbstgesprächen darauf hingewiesen, dass das mehrere Schichten sind. Das heißt, wenn du jetzt dir mal bewusst zwei Menschen ausdenkst, meine Sache mit dem Maskenball, dass hier Maskenzwang ist, keiner weiß, wer hinter den Masken steckt. Und jetzt kommen wir zwei in ein Gespräch. Und wenn ich jetzt weiß, wer ich bin als Geist und ich habe einen Gegenüber, wirst du feststellen, dass du durch mehrere Schichten durch musst. Die Maske heißt ja auch Persona auf Lateinisch. Das heißt, wir haben zuerst einmal eine Maske vor uns, irgendwer stellt jetzt irgendwen da, meine Winger Seehofer-Maske oder Hitler-Maske. Oder Söder-Maske. Mit der Maske unterhalte ich mich ja nicht. Also muss ich zuerst einmal, darum ist Persona ist die Maske und Personare heißt hindurchdönen. Es spricht ja irgendwer Personare durch die Persona, durch die Maske hindurch, wenn er zu mir spricht. Das, was aber spricht, ist ja nicht die Maske, sondern jetzt könnte ich sagen, da ist ein Mensch, der trägt die Maske.
Das ist, der Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte, vom Säugling bis zum Greis. Das ist das immer wieder, es ist so unheimlich wichtig, dass du das verstehst. Tausende Mal erwähne ich das, wenn du es verstanden hättest, hättest du von nichts und niemandem mehr Angst und schon gar nicht, dass du deinen Körper verlierst. Wenn du begreifst, ich bin ja immer derselbe Mensch. Jetzt haben wir natürlich einen roten Menschen und einen blauen Menschen. Du hast den ausgedachten Menschen, den du ja gar nicht sehen kannst, weil der Mensch eine Lebensgeschichte ist. Du kannst nicht sagen, der Mensch ist ein Säugling oder ein Schulkind oder ein Erwachsener oder ein Greis. Weil der alles gleichzeitig ist. Das ist das Buch und die Seiten im Buch. Wenn ich ein Bild mache, das ist wie wieder mit meiner Küche. Du kannst deine Küche nicht sehen. Ich erwähne auch immer wieder, geh doch unter deine gescheiten Menschen und behaupte, du kannst deine Küche nicht sehen. Dann sagen die, ich bringe es in die Klapse, du spinnst doch. Selig sind die Verrückten, die sehen mein Himmelreich. Verrückt jetzt im Positiven. Verrückt heißt, dass du nicht mehr zurechnungsfähig bist. Ein Holofeeling-Geist in Form einer Personifizierung ist nicht zurechnungsfähig. Was heißt das? Du kannst nicht sagen, das ist ein Christ, das ist ein Atheist, das ist ein Moslem, das ist ein Buddhist. Das ist ein Chemiker, das ist ein Elektroniker. Das sind alles Untersysteme in Untersystemen in Untersystemen. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch. Rot gelesen, ein Adam, ein Geist, der außer den Gewohnheiten dieser programmierten Zombies funktioniert und zu leben vermag. Das sind außergewöhnliche Menschen. Nicht die, die über den Jordan gegangen sind, unbewusst. Hinabgestiegen sind in ihre eigene Traumwelt und sich ganz massiv mit ihrem Körper verwechseln. Da nützt es nichts, wenn du immer wieder hörst, ein Besitzer von etwas ist was anderes wie das, was er besitzt. Ich habe einen Körper, ich habe ein Auto, ich habe eine Wohnung, ich habe eine Frau. Das sind Sachen, die du dir ausdenkst, die immer nur existieren, wenn du dran denkst. Jetzt kann man natürlich, wenn ich sage, ich habe ein Auto, Autos ist das Selbst. Reden wir von dem Blauen, von dir selbst, rot gelesen. Oder von dem Blauen selbst. Das Blaue selbst ist der Körper, das ist das, was du besitzt. Das ändert sich aber ständig. Der Gedanke an deinen Körper ist ein Gedanke wie jeder andere Gedanke auch. Eine Information, eine Form von dir selbst als träumender Geist, wie jede andere Form auch. Also gut, das kann ich immer nur wiederholen und jedes Problem, das du in dir erlebst, Problem hat das Vorgelegte, das in dir auftaucht, ist eine Gedankenwelt, es ist einfach eine ständige Veränderung deiner Informationen. Was verändert es an dir, Geist? So, schon diese Worte allein, wenn du jetzt an normalen Menschen vorspielst, ich weiß, du verstehst es, sonst würdest du mich jetzt ja gar nicht sprechen hören. Angenommen, ihr sitzt jetzt zu zweit, jetzt bröseltechnisch vom Computer, du denkst dich selbst aus und irgendeinen anderen aus, den du das Video zeigst. Wirst du mal ganz genau beobachten, wie der andere darauf reagiert, ob er nickt oder so wie jetzt das Pixelmännchen oder ob er ständig den Kopf schüttelt. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und dann sage ich, die halte ich von dem Pfanne, egal wer es ist. Und da wirst du jetzt merken, dass was in dir rebelliert, nämlich dein Ego. Du hast so viele Sachen lieb, du siehst so viele Sachen als richtig an. Und ich betone nochmal, was du als richtig ansiehst, ist deine Richtung, in die du schaust. Aber dann, wenn du immer dich an einer Richtung festmachst, der Henkel ist rechts, wirst du nie die anderen Richtungen sehen. Richtig ist immer eine Richtung und zur Richtung gehört immer eine Kehrseite. Das ist natürlich für dich dann vollkommen logisch für dich verkehrt. Das ist die Sache mit dem Kegel. Ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Die Frage stellt sich nicht, wenn du weißt, was ein Kegel ist. Keins von beiden. Das ist der Dimensionswechsel. Und wenn du jetzt mit normalen Menschen redest und sagst, lass uns vernünftig reden, der weiß nichts von Holofeeling, lass uns nur von dem reden, was hundertprozentig sicher ist. Wir wollen nicht in Streitereien, die Menschen um uns herum machen und so, die demonstrieren uns im wahrsten Sinne des Wortes diese Streitereien. Um Standpunkte, um Meinungen. Es geht hier nicht um Meinungen, es geht um das, was ist. Also lass uns von dem reden, was hundertprozentig sicher ist für uns beide. Und dann kann es gar keine Missverständnisse geben. Wenn wir gleich jegliche Form von Möglichkeit ausklammern. Wir sagen, wir halten alles für möglich, aber wir schauen erst einmal, was jetzt hundertprozentig sicher ist, was jetzt hundertprozentig sicher da ist. Da wird jeder normale Mensch erst einmal zustimmen. Das ist so unser Thema. Und du wirst dann merken, wie die ausrasten.
Ich erinnere, jetzt gehe ich einmal in das Michael-Buch. Ich sage jetzt bloß, wir gehen einmal in das Michael-Ani. Das Ani, das hebräische Wort Ani, ist ja das blaue Ich. Das ist diese Ich-Verkörperung. Ich sage immer wieder, das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, als Mensch oder als Person, Ani, Ani, sage ich immer wieder, blau gelesen, die schöpferische Existenz eines Intellekts. Das wirft ja dein momentanes Leben auf. Wir gehen jetzt einmal ins Schiffler, ins Schiff, Ania. Die Geschichte mit einem Schwache in Spee. Dass ich so oft erzähle, dass du nur mit dem Tassenbeispiel, der Henkel ist rechts und der Henkel ist links, unter Menschen, die dermaßen ausrasten lassen kannst, dass dir die Zähne ausschlagen können. Ohne dass du irgendwas machst. Das ist so unfassbar. Und deswegen meistens Menschen, die glauben, sie wüssten, was richtig ist. Und ich habe mehrere Male erwähnt, du als Geist, als demütiger Geist, wirst einfach wertfrei im Schauen merken, es gibt nichts Widerliches. Widerlich meine ich jetzt wirklich nur negativ, im negativen Sinn Boshafteres. Wie Menschen, die glauben, ihr Glauben ist richtig und alles, was ihren Glauben widerspricht, ist böse und schlecht. Ich sage dann immer Spiegel. Alles, worüber du dich aufregst, wenn du dich noch über was aufregst, sind nur Spiegelbilder deines miesen Charakters. Da kannst du dich 10-mal zu den guten Menschen zählen. Das ist Geist, zeigt sich durch allumfassende, durch absolute Liebe. Das ist die rote Liebe. Und es gibt lange Phasen, wenn du jetzt in dieser für uns aufgespannten Chronologie, die nichts mit Zeit zu tun hat. Chronologisch denken ist chronisch denken. Und Chron ist eine chronische Krankheit. Das chronologische Denken, weil was du denkst, kannst du bloß jetzt denken. Und dann passieren Wunder über Wunder. Das ist jetzt diese Zeitqualität, wo du eine komplette Revision deines Programms, deines Glaubens machen kannst und dich selbst mit einem neuen Betriebssystem, mit einem neuen Programm in eine vollkommen neue geistige Welt katapultierst. Und auch jetzt sage ich, das ist kein esoterisches oder religiöses Geschwätz. Es sind für mich alles Materialisten, die sich von Lichtnahrung ernähren, dass sie an ihren Körper nichts hinkommen. Ich kann ja auch existieren, wenn ich mich von Licht ernähre. Es funktioniert alles, wenn du es glaubst. Ich betone nochmal, du verwirklichst auch deinen tiefsten inneren Glauben auf der Verabredung. Und umso mehr du vor was Angst hast, umso mehr wird sich das verwirklichen. Das ist lang und breit erklärt in den Offenbarungsschriften. Und wenn Leute meinen, das, was sie glauben, ist hundertprozentig sicher, dann stelle ich dir jetzt eine ganz einfache Frage. Ist das, was du nur vom Hörensagen kennst, kann das hundertprozentig sicher sein? Dann sagen wir, es kann prinzipiell hundertprozentig sicher sein, aber erst wenn du das, was du vom Hörensagen kennst, dann auch realisierst. Aber zuerst einmal ist es nur vom Hörensagen. Das heißt, jeder, der mit Zahlen umschmeißt, um sich rumschmeißt, ob jetzt das Krankenhauszahlen sind, ob das Tote sind, was er nur vom Hörensagen kennt. Das gilt übrigens auch für die Fachleute, die wir uns jetzt ausdenken, im RKI, für die Politiker, die sitzen da und kriegen Zahlen. Und die verwirklichen aufgrund dieser Worte inklusive der Zahlen Vorstellungen in ihrem Kopf. Und das ist jetzt gleichgültig, ob du ein Impfgegner oder ein Impfbefürworter bist. Es geht auch hier niemals, ob es Corona gibt, aber die Frage ist, was ist Corona? Corona ist jetzt erst einmal ein Wort wie Krebs. Was machst du aus dem Wort? Und da ist jetzt plötzlich ein riesengroßes Chat an Wissen in dir drin, in einer Welt, die auch ein noch größeres Chat ist, die du wie deine Küche nicht sehen kannst, wo du immer nur ganz kleine Einzelbilder jetzt in dir aufblitzen siehst. Aber wenn man das einmal genau nimmt, ich nenne diese ganzen Hirnwichsereien, sind logische Konstrukte. Und da gibt es einen ganz einfachen Satz. Im Anfang ist das Programm. Und dieses Programm bestimmt, welche Bilder aus dieser Kollektion dieses Programms auftauchen in dir. Wir sind immer noch beim Computer. Im Anfang ist das Programm. Das ist unterm Strich der Glaube. Was beschwörst du? Das verwirklichst du. Und jetzt gehen wir mal ganz einfach in diese Viren. Was machen die eigentlich bei Viren? Was sind Viren? Es ist eine Glaubensvorstellung. Es ist interessant, selbst die Naturwissenschaft sagt dir ganz definitiv, dass Viren so unvorstellbar klein sind, dass man die nicht einmal in einem Elektronenrastermikroskop sieht. Das sind jetzt übrigens alles Worte, die in dir Vorstellungen aufwerfen, vorausgesetzt, du sprichst Deutsch. Würdest du jetzt
Eine ausgedachter Mensch sein, der kein Deutsch versteht, wenn das nur Geräusche. Ich rede von einem vollkommen neuen Denken. Nicht irgendein Hingebiege von irgendwelchen Meinungen, sondern von einem vollkommen neuen Denken, das ich dir versuche klar zu machen. Dasselbe meine berühmte menschliche DNA. Der Mensch ist ja trockennasenaffin, sterbliches Säugetier, ist alles unheimlich logisch, aber nur für den, der so programmiert ist. Für einen, dem er was anderes erzählt hat, ist das haarsträubend. Wie kann man sowas bloß glauben? Genauso gilt es, bist du programmiert, dass Impfen was Gutes ist, oder bist du so programmiert, dass Impfen was Böses ist? Es tut sehr, sehr weh einem Ego, wenn du ein Ego, ein aufgeblasenes Ego hast, seine Erbärmlichkeit, seine eigene Erbärmlichkeit zu erkennen. In all den Selbstgesprächen sage ich immer wieder, wenn du jetzt an dich als Brösel denkst und du beginnst zu verstehen, egal welchen Glauben du hast, glaub mir, du kriegst einen Zustand, dass du am liebsten dich vor einen Spiegel hinstellst, als Brösel, dein Spiegelbild anschaust und das am liebsten anspucken würdest. Was bist du für eine erbärmliche Kreatur gewesen? Ein geistlos nachäffender Affe. So ist es. Und umso größer dein Ego ist, dein Status ist, deine Rolle, die du zurzeit spielst, als Brösel unter Brösel, als Affe unter Affe, umso mehr du meinst, du hast irgendwas erreicht, umso schwieriger wird dieser Akt der Selbsterkenntnis. Einer, der nichts hat, der zu den Nobodies gehört, zu dem Phantom in der Welt, die nicht so niemand kennt, der tut sich da wesentlich leichter, das zu akzeptieren. Die Tumormarker und lauter so Zeug, zeig's mir. Die DNA. Ich sage, was hältst du vom Menschen? Jetzt hab mal bitte einen wirklichen Geist, als Geist einen wirklich gesunden Menschenverstand. Verstand ist erst einmal nur ein Programm. Verstand versteht sich selbst nicht. Ein Programm weiß nicht, was es ist. Ein Computer weiß es auch nicht. Das sind ausgedachte Dinge. Egal, was du denkst. Den eigenen Körper. Das sind so Sätze, die ich tausendmal wiederhole. Vor was hast du Angst? Dass du den Körper verlierst, der existiert nur, wenn du ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und du wirst feststellen, diese Weisheit predige ich seit Ewigkeiten. Und ich ist jetzt natürlich nicht der Gedanke Udo, an den du denkst. Sondern ich ist der, der uns zwei jetzt ausdenkt. Das ist das rote Ich. Jetzt hast du mal das rote Ich. Rot ist immer das Rot E. E-Quadrat, die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Es ist einfach die perfekte Beschreibung von dem absoluten Nichts. Es ist ein eigenartiger Zustand, die Erkenntnis, die absolute Selbsterkenntnis, was man ist. Und jetzt gehen wir als Brösel unter Brösel und fragen, wer bist du? Mach solche Experimente. Ich sage immer wieder, meine kleinen Experimente, die du sofort an dir selber ausprobieren kannst. Denk an 30 Gegenstände. Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und beobachte dich dabei. Wer ist es, der das dann beobachtet, was du denkst? Du kannst dich dabei beobachten, ohne dich einzumischen, was du denkst. Und dann wirst du feststellen, dass du überhaupt keinen Einfluss auf dein Denken hast. Dass da überhaupt keine Freiheit ist. Ich nenne das immer träumender Geist. Jemand, der sich selbst als träumenden Geist denkt und sich dabei beobachtet, was er denkt. Ohne sich in irgendeiner Form einzumischen. Und das ist die wahre Meditation. Und in irgendeiner Art und Weise das, was er beobachtet, zu bewerten. Weil sobald das noch der Fall ist, dass du wieder anfängst, deine eigenen Gedanken zu bewerten, hängst du immer noch in einem Wertesystem. Es geht um das vollkommen wertfreie Sein. Das wertfreie Beobachten, das nenne ich dich hingucken. Wenn du das jetzt verstehst, hast du es eigentlich schon verstanden. Das ist, heute ist der 4.12. Ganz elementares Datum, wo deine Zukunft, du bist ewig, das sage ich dir von vornherein, du musst das nicht glauben. Es wird aber trotzdem so sein, darum sage ich, ewiges Himmelreich oder ewige Hölle. Wobei ich jetzt die Ewigkeit reduzieren werde, wenn du dich für die Hölle entscheidest, auf 1000 Jahre. So wie es geschrieben steht in den Offenbarungen. Aber das ist ein einziger ewiger Schlaf. Ist keine Drohung. Es ist eine wertfreie Beschreibung eines göttlichen Konstruktprogramms, das göttlich perfekt ist und das göttlich gerecht ist. Darum sage ich, du hast es selbst in der Hand. Du bist nämlich kein Antagonist in deinem Traum, sondern der Protagonist. Wir wissen ja, das Protagonist heißt die Hauptrolle und der Regisseur. Du führst die Regie.
Zumindest wenn du ich bist. Das ist ja dieses unser Spiel, ich bin du und du bist ich. Haben wir natürlich jetzt bei dem Michael, den du dir ausdenkst, als symbolische Figur in einem Traum. Michael heißt ja Michael, wer ist wie Gott? Du. Jetzt kannst du dann sagen, ja, ich bin ja gar nicht der Michael. Jetzt denkst du schon wieder an den Körper, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört. Also es ist so viel unendlich Geplänkel über die ganzen Sachen, wenn ich DNA, die ganzen Wissenschaftler erzählen dir was, was sie geistlos nachäffen. Die Viren, die ganzen Tests, wenn sie machen, die Mutationen, all das ganze Zeug, zeig's mir doch. Die Auswirkungen, die du siehst, ob die Krankenhäuser voll sind. Du bist nicht gefeit, wenn du jetzt hier Holofeeling machst, dass du in einer Brüsselrolle dich nicht infizierst und krank wirst. Darum geht es bei Holofeeling überhaupt nicht. Krank und gesund habe ich tausendmal erklärt. Es ist immer noch dieses Spiel, ich will gesund sein. Ich will glücklich sein, ich will reich sein. Du willst eine Einseitigkeit sein von dir selbst. Du willst einen Gedanken von dir am Leben erhalten. Es geht nicht. Du brauchst ein vollkommen neues Denken. Und da führst du dich selber hin, wenn du es geschehen lässt. Fordert dein Wille geschehe. Und jetzt musst du dich nur wieder dabei beobachten, wenn sich irgendwas in dir sträubt, gegen irgendwas ankämpft, gegen andere Meinungen ankämpft. Dann wirst du den Riesenkomplex der Allgemeinheit nicht verstehen. Ich sage dir, jeder hat recht, aber immer nur ein bisschen. Und jetzt der allerwichtigste Satz, du wirst es niemals irgendeinen Gedanken von dir erklären können, was Geist ist. Du kannst deinen Computer nicht erklären, dass er nur ein Stück Haufen Materie ist mit einem Programm, der nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt ausdenkst. Und genauso wenig kannst du irgendeinen Trockennasen auf erklären, dass er im Prinzip dasselbe ist. Wenn du Geist bist, nickst du. Wenn du keiner bist, schüttelst du den Kopf und sagst, das stimmt nicht. Aber dann bist du dann doch ein Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Das Nicken oder das Kopfschütteln, das macht wiederum dein Programm. Ich habe das im letzten vorhergehenden, jetzt ausgedachten Selbstgespräch angesprochen bei Politik. Das ist ja ganz, wenn du wirklich in die Politik reinschaust. Diese Streitgespräche. Was ist jetzt da? Das ist, ich kann mich jetzt erinnern, kurz vor der Wahl. Über die Lügen der Wahl müssen wir überhaupt nicht reden. Die Lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Das macht jeder normale Mensch. Du lügst schon, wenn du sagst, ich bin dieser Körper. Du bist doch der Lügner. Es sind wieder nur Spiegelbilder von dir selber. Das sind so diese super einfachen, kindgerechten Beispiele, die ich gebetsmannhaft predige. Und ich sage immer wieder dazu, wenn sich das in dir wiederholt, ist eine Grundvoraussetzung, dass du dich bemüht bist, Holofeeling zu verstehen. Wenn du Holofeeling nicht kennst, wenn wir uns jetzt welche ausdenken, die von Holofeeling noch nie was gehört haben, das sind jetzt nur Gedanken. Die überleben sowieso nicht. Das ist hundertprozentig sicher. Mach dir doch bewusst, dass wenn du jetzt an Menschen denkst, jetzt in diesem Moment, egal an wen du denkst, der entsteht hier und jetzt, weil du ihn denkst. Und mir geht es jetzt auch nur um den Geist, der mich jetzt sprechen hört. Ist in dir noch der Glaube, dass dieser Gedanke unabhängig von dir da außen irgendwo rumläuft? Kann dieser Mensch, den du jetzt denkst, anders sein, wie du in dir denkst? Das sind die Sätze in Holofeeling. Ob das ein Söder ist, ob das ein Merkel ist, ob das ein Lindner ist, es sind Gedanken. Es sind einfach nur Medien. Die Menschen, die Leute, lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die streiten, lass die um Machtgeilheit strengen. Wir gehen jetzt ganz langsam aus dem System raus. Wir, das plus zwei. Und die zwei sind genau genommen ein und dasselbe. Und jetzt, wenn dein normales Programm noch arbeitet, hast du Angst. Es ist im tiefsten Innern, es wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich sage, das, was du Sterben nennst, in deiner jetzigen Form von Auflösung, ist eigentlich bloß Aufwachen. Aber du bist mit Sicherheit nicht aufgewacht, wenn du immer wieder an deinen Körper denkst und sagst, das bin ich. Du kannst aber durchaus die Rolle weiterspielen. Ich sage, wer nicht stirbt, bevor er stirbt. Wer nicht wach wird, bevor er sich auflöst. Du kannst durchaus jetzt an deinen Körper denken, an den jetzigen aktuellen Körper, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört. Hört sich dieser Körper das Gespräch an? Der Witz ist, der war ja die meiste Zeit nicht da, wenn du aufmerksam zuhörst. Aber jetzt haben wir wieder die 16, die 32 Perspektiven.
Ja, kann, wenn der Körper nicht da ist, der nicht existiert, was hören? Wenn er doch nicht existiert. Ich sage, der Einzige, der wo was hört, ist einer, der nicht existiert. Geh bitte meinen Gedankengang mit. Das Existierende hört nichts. Wenn ich immer sage, wenn du Zahnschmerzen hast, der Einzige, der den Schmerz nicht spürt, ist mit Sicherheit ein Zahn. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, das, was mich mit Sicherheit nicht hört, ist dein Ohr oder dein Gehirn. Und das sind doch jetzt lauter Sachen, das Ohr und das Gehirn hat doch jetzt die ganze Zeit nicht existiert, bevor wir es nicht gedacht haben. Dann können wir jetzt wirklich die Frage stellen, kann jemand, der nicht existiert, überhaupt dann was hören, wenn es den gar nicht gibt? Ich sage, der Einzige, der wo was hört, den gibt es nicht. Aber was es gibt es nicht? Das sind, achte auf die Worte. Nur Geist lebt, erlebt was. Und das wird in einer unendlichen Präzision in den Heiligen Schriften und in den Physikbüchern beschrieben. Das sind heilige Schriften, ich sage das immer wieder. Aber nicht die Auslegungen, die hier die Gescheiten deiner Welt, die in deiner Traumwelt dir erzählen. Das ist die erste große, meine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und all das, was ich jetzt erzähle, kann jeder, und jetzt sind wir wieder bei unserem Maskenball, wenn hinter der Maske ein Geist steckt, der steckt ja hinter der Maske, hinter der Persona, steckt ja zuerst einmal, das trägt ja, die Maske trägt ja ein Mensch. Aber Mensch ist in unserer Definition von Holofeeling der Adam nicht irgendein Körper, sondern das ist eine ganze Lebensgeschichte. Das heißt, dieser Mensch, blau gelesen, ist genau genommen ein Programm. Das ist das Buch. Das ist die einfachste Metapher dazu. Und das wiederum, was das Programm aufschmeißt, das erlebt man der Geist. Das heißt, du erlebst letztendlich nur die Welt deines eigenen Intellekts, deines Schwamminhalts, den du zum Denken benutzt. Und jetzt ist natürlich interessant, dass du alle anderen Menschen und alle anderen Glaubenssysteme, die du dir ausdenkst, müssen ja auf deinem Programm drauf sein. Aber jetzt kommt die Eigenart, dass du werdest und richtest in Einseitigkeit, in richtig und verkehrt. In stimmt und stimmt nicht. Und in schön und in hässlich. Das sind diese berühmten Bärchen, wo ich sage, dass alles, was sich widerspricht, wie Kreis und Dreieck, kann man zusammensetzen und was vollkommen Neues draus machen. Das heißt, was meinst du, was das für eine schöne Welt gibt, wenn sich plötzlich einmal die Impfbefürworter und die Impfgegner einig sind, dass die nur die zwei Seiten einer und derselben Medaille sind und dass diese zwei Seiten niemals einseitig zum Liegen kommen können, wenn es die andere Seite nicht gibt. Das ist bloß das Spiel zwischen oben und unten. Kopf oder Zahl. Schmeiß es in die Luft, lass es runterfallen und dann wirst du feststellen, es wird immer. Das sind unsere vier Seitenmöglichkeiten, was du merkst. Entweder Kopf oben sein, Zahl unten sein oder umgedreht, das sind die zwei Möglichkeiten. Und jetzt kommt natürlich dieses Verrückte, ja, was soll es dann vier Möglichkeiten geben? Ja, wenn die eine Seite ist, ist die andere Seite eben nicht. Das ist wie mit schuldig oder nicht schuldig. Klingt für viele, die das Prinzip nicht verstanden haben, sehr kompliziert, aber es ist eigentlich so einfach. Früher, wie immer gesagt, mein One-Night-Stand-Beispiel. Wir müssen in den Bereich der Qualität gehen und uns fragen, warum. Und jetzt haben wir natürlich das Problem mit dem blauen und mit dem roten, warum. Willst du eine Antwort, die für deine Logik logisch erscheint, oder willst du die absolute Antwort? Warum ist dieses Gespräch jetzt da? Jetzt schau mal, was deine Logik sagt. Ja, weil da außen irgendwelche das aufgenommen haben und das ins Internet gestellt haben und ich schaue mir das jetzt an. Das ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Das ist jetzt da, weil du das jetzt ausdeckst. Und ich sage, das ist schon ganz klar in dem Moment, wo du jetzt einfach akzeptierst, du bist der träumende Geist. Du träumst jetzt. Warum ist das Gespräch jetzt da? Weil ich es träume. Das sind immer die Quadrate mit drei Strichen Zeichnung. All deine persönlichen Probleme. Interessant, persönlichen Probleme, Persona, wissen wir, heißt das Vorgelegte. Die Maske. Problema heißt das Vorgelegte. Das heißt, Personare durch deine Maske, das ist jetzt wie ein, ich sage immer wieder, das Dia im Dia-Projektor oder dann im Display, unsere Pixelanordnung, wo wir das Bild projizieren mit einem Videobeamer. Mein Videobeamer-Beispiel. Du bist die Lampe im Projektor. Du hast eine Maske, das ist dein Display. Play, D-I-S, die Öffnung einer intellektuellen Raumzeit. Play, B-L-A heißt Wunder und das Y am Ende setzt du als eine 70 das Wunder von Augenblicken. Das ist Display. Das ist meine schöne Reihe mit den vier Xs. Da gibt es Dorf in der vielen Holophilie.
Und dieses Problem, das Vorgelegte, das du aus deiner Maske herausprojizierst. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher. Du musst bloß die Kausalitäten und die Ursachen ändern. Klingelingeling-Beispiel. Also warum ist es da, weil du das jetzt träumst? Kannst du es dir raussuchen? Also was spielst du das Spiel noch mit? Es muss immer nur eine Kleinigkeit sein, dass du dich jetzt selbst infizierst mit Corona. Dass du ein Wehwehchen kriegst wie aus dem Nichts. Und du wirst feststellen, all das Holofeeling ist und geh dahin. Und dann fängt man schon wieder an, du willst schon wieder was los haben. Von vorne dein Wille geschehe keine Spur. Bist du ein böser Gott? Nee, ich zeige dir bloß, bei solchen Fällen, wenn das in dir auftritt, wie wenig du eigentlich von Holofeeling verstanden hast. Und mir geht es jetzt nicht um die Vordersprache, mir geht es nicht um die Programmierung selber. Ich sage als allererstes, wenn du einen Computer kriegst, dann solltest du zuerst einmal wissen, wo man den einschaltet, vielleicht wie man ins Internet kommt und eine Mail schreibt. Du musst nicht wissen, wie er funktioniert. Du musst wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und solange du glaubst, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu tun, hast du ein riesengroßes Problem. Das kann man immer wieder wiederholen. Und dann können wir mal auf die Bröselebene gehen und dann machen wir einfach mal das Spiel, was würdest du antworten, wenn ich sage, wer bist du? Und dann wirst du normal, bei normalen Menschen wirst du irgendeinen Namen hören. Ich will nicht wissen, an was du denkst, wenn du an dich denkst, sondern wer du selbst bist. Ich würde sagen, wenn mich einer fragt, wer bist du, dann würde ich auf ein Blatt Papier in Rot schreiben, WE2R. Jetzt muss man sich natürlich auskennen. Dieses Auskennen. Kennen. Auskennen. Ein Geheimnis, ein Buch mit 7 Siegeln. Die Enthüllung, Apokalypse. Da wird übrigens auch alles ganz perfekt beschrieben. Wir schauen jetzt einmal, wenn wir in ältere Bücher reingehen. Wir haben das in dem vorhergehenden Selbstgespräch. Wenn du Jakob Lauber Offenbarungen nimmst, bei der Buddha Offenbarungen, denn dennoch die Bibel, ich sage immer allen voran, die ganzen Chemiebücher und die Physikbücher, da steht genau das drin, was ich dir jetzt erzähle. Es ist immer wieder die Frage, was machst du aus den Worten und aus den Zeichen? Du bist programmiert, dass du, wenn du irgendwas siehst, ein Wort siehst, sofort eine klare Vorstellung hast. Das geht schon bei Namen los. Du definierst alles. Mit was definierst du die Sachen, die in dir auftauchen? Ob was richtig oder verkehrt ist? Es ist die normalen Menschen, diese Enosh, sterblich, unheilbar krank, wie das hebräische Wort für Mensch eigentlich genau definiert. Willst du die am Leben erhalten? Deine Weltbilder, wenn ich sage, wenn wir jetzt einen großen Zeitraum in uns vorstellen, im Jetzt natürlich, dass zu allen Zeiten man andere Meinungen hatten und zu allen Zeiten haben die Menschen in dem Wahn, die wir uns jetzt ausdenken, die natürlich so sind, wie wir sie denken, in dem Wahn gelebt, sie wüssten, was richtig ist. Zieh dich zurück aus dieser Welt. Es ist ein Spiel, das du alleine, ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Niemals irgendeine Figur, die du dir jetzt ausdenkst, die nur existiert, wenn du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Menschen am Leben erhalten wollen oder die Erdkugel am Leben erhalten wollen, wenn ich immer sage, Friday for Future. Es ist ein sinnloser Akt, dann darfst du nur noch an deine Erdkugel denken. Es ist dieses ständige Spiel eines Wechsels von Gedanken, wenn du hast es gar nicht nötig, ums Überleben zu kämpfen. Du kriegst das Leben geschenkt als träumender Geist, so wie ein träumender Geist seinen Traum geschenkt bekommt. Und egal, was in dem Traum passiert, im träumenden Geist selber kann dabei nichts passieren. Das ist jetzt in einem Satz eigentlich gewesen, G-Wesen, G-Quadratwesen. Was du selbst bist, eine Beschreibung eines geistigen Wesens. Jetzt kannst du wieder in der normalen Sprache sagen, ja, das ist ja gewesen, das gibt es ja nicht mehr. Achte mal genau auf die Worte, wenn ich jetzt sage, früher, du denkst jetzt eine Vergangenheit, irgendetwas, das ist gewesen. Jetzt gibt es das nicht mehr. GE-Quadrat, der Geist, das geistige Wesen ist ein Gott.
und der ist nie in der Vergangenheit. Den gibt es nicht mehr. Jetzt muss ich wissen, Gott El Hayom heißt Gott das Meer. Ich zitiere aus der Enthüllung, Apokalypse. Du bist ja eingehüllt in eine Traumwelt. Wenn der Menschensohn kommt, stille stehen wir die Zeit. Es gibt nur noch jetzt. Ich habe das tausende Male erwähnt. Einfaches Deutsch. Und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen. Ich sage, das ist das, was du dir jetzt ausdenkst. Eine Scheibe, eine Kugel, egal was du dir ausdenkst. Und das Meer wird nicht mehr sein. Das ist gewesen. Es gibt es nicht mehr. Weil das, was nicht Existierendes ist. Dann habe ich immer noch darauf hingewiesen, wenn man jetzt einfach den deutschen Text liest, der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen und das Meer wird nicht mehr sein. Das ist ja doppelt gemoppelt, weil in der normalen Logik, wenn die Erdkugel, unser Planet vergeht, dann ist das Meer ja sowieso weg. Wieso schreibt jetzt der hier, der Depp, auch noch, das Meer wird nicht mehr sein? Das hat sich doch mit dem vorhergehenden Schatz schon erübrigt. Ich sage, das ist alles unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Was Geist ist, wissen deine Menschen nicht. Weder die ganzen Pfaffen, noch die Bischöfe, noch die Physiker. Weißt du, wieso die das nicht wissen? Ich würde es da ganz genau sagen. Dann müssten Gedanken, die du denkst, was wissen. Was sind jetzt die Pfaffen, die Politiker, die Bischöfe, der Papst, die Physiker? Was sind die jetzt? Es sind erst einmal Worte und du machst Vorstellungen draus. Es sind einfach nur Gedanken von dir. Ich sage immer Kisten. Das ist hundertprozentig sicher. Sofort überprüfbar. Stimmt oder stimmt? So ist es. Und diese ganze Geschichte, wie viele Beweise soll ich euch denn noch geben, euch Geistesfunk, die alle letztendlich ich selbst bin. Ich rede, ich mache ein Selbstgespräch. Dass du so fokussiert bist in eine Einseitigkeit. Du machst dir viel zu viel Kopf, dass solange du noch in deinem Weltdenken bist und du meinst, es müsste die Welt wissen. Die Welt, WLD, ich sage immer ein polarer Rand. Willst du den Wellen erklären, was sie sind? Erklärst den, der immer ist. Ich erkläre es den, der immer ist. Aber das bin bloß ich. Da gibt es bloß einen, einzigen. Dieses Urprinzip. Der vom Bücherregal, vollbewusst oder dann lesend halbbewusst. Der wird dann mit einem Innerhaal B und einem Außerhaal B. Und das ist unser Einheitspreis. Und das ist diese Vielfalt, wo ich jetzt reingehen kann. Da müssen wir jetzt in die chinesische Mythologie reingehen, den I Ching sehen. Und dann wirst du feststellen, du hast immer deine Spiegelungen. Dieses Hüben-3 und Drüben-3. Jetzt ist unser D3, wenn wir wissen, dass dieses Dale-Delta ein Dreieck ist. Aber zahlentechnisch die 4 ist. Dann haben wir Hüben-4 und Drüben-4. Geh doch ganz einfach mal und schau jetzt in irgendeine die mittelalterliche Bücher rein, wenn hier die Himmelsrichtungen beschrieben waren. Wir machen einfach wieder mal, wir machen die westliche Sichtweise und dann hast du einen Kreis mit 4 Quadranten wie ein Einheitskreis und das sind in den Quadranten, in der westlichen Welt des 15. Jahrhunderts hast du oben ein N stehen, ein Norden und unten ein Süden stehen und auf der rechten Seite steht das O, das Osten und auf der linken Seite steht der Westen. Und dann gehst du, springst du in die andere Hälfte rüber in den Osten. Und dann hast du die Himmelsrichtungen in I Ching auch angegeben, wieder einen Kreis mit einem Kreuz. Und da ist aber oben das S und unten das N und auf der rechten Seite das W und auf der linken Seite der Osten. Genau gespiegelt, Hüben-3 und Drüben-3. Ist dir was aufgefallen? Weißt du, wie oft der Udo gesagt hat, wenn du einen Kantenspiegel nimmst, in eine Ecke reinschaust mit Spiegeln, dann ist alles, was vor dieser Ecke zu sein scheint, befindet sich in diesem Spiegel, exakt in der Mitte, auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Und wenn ich jetzt zwei solche Ecken gegenüberstelle, dann kriegt man Tetraederspiegel. Dann sind praktisch zwei Spiegel, die in der Synthese auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt auf der einen Seite und auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Wie war das nochmal? Norden oben und Süden unten. Auf der anderen Seite Süden oben und Norden unten. Auf dem Kopf stehend. Rechts Osten, links Westen, rechts Westen, links Osten und spiegelverkehrt. Du lebst in einer Matrix und Holofeeling beschreibt dir die Matrix. Wohlgemerkt dir und nicht irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst. Und wenn du dich veränderst,
Das ist jetzt das Verrückte, dass wenn sich das vorm Spiegel verändert, verändert sich das hinterm Spiegel. Jetzt haben wir natürlich schon die zwei Seiten. Und genau in der Mitte ist nichts. Und all das ganze Prinzip, was ich dir jetzt erkläre, habe ich in vielen, vielen Ich, wohlgemerkt, ich ist jetzt nicht der Udo, Heiligen Schriften erklärt. Im letzten Selbstgespräch bin ich kurz darauf eingegangen und da übertrage ich jetzt den Bildschirm nochmal. Zum Beispiel hier in die Himmelsgaben, in dem Lorbeerbuch. Das sind so Kleinigkeiten, die habe ich nur angesprochen und ich lese überhaupt nicht gern vor. Man merkt es, wenn ich jetzt als Udo in dir auftauche, weil ich nicht ganz zitiere, ich spreche am liebsten frei, die Sache mit dem verlorenen Sohn. Wir haben jetzt uns heute, jetzt mache ich wieder bröselmäßig in der Bröselgeschichte, in der Holofeeling-Sprache, das ist zum Beispiel hier so Sachen, die Sonnenfinsternis. Wir sind ja heute am 4. Da hat die uns ja gern noch ein paar Sachen schon runtergeraten. Er zieht hier einen kleinen Auszug und seht, liebe Kindlein. Warte mal, da kommt, glaube ich, noch einer davor. Ich muss ganz kurz schauen. Schau, so aber wird es geschehen. Wir können doch gleich direkt reinspringen. Das ist ganz wichtig. Es ist wirklich absolut wichtig, dass du das verstehst. So aber wird es geschehen. Es, E-Quadrat, G-E-Quadrat ist eine Eheexistenz. Das bin ich und du. Damit Gott wieder werde, ein freier Gott. Du bist ein Geistesfunk, du bist ein Gott in der absoluten Vergessenheit. In dem keine Materie mehr wallet. Die Gedankenwellen, dass du jetzt einfach hier auf deine Verabredung schaust und den Kopf drehst und dann hast du in einem gewissen Blickfeld, praktisch es ändert sich, deine Pixel. Und du bist ja felsenfest davon überzeugt, dass diese Materie da außen ist, unabhängig von dir. Und das ist ein ständiger Wechsel von Materie in deinem Kopf. In dem keine, du musst ein freier Gott werden, in dem keine Materie mehr auftaucht und verschwindet. Das heißt, keine Materie mehr wallet. So wird das Feuer- und Zornverwandte wieder dahin zurückkehren müssen. Das sind die ganz normalen, die Facetten sind euer. Das wird jetzt übrigens natürlich sehr interessant, weil ich sage, wenn ich dir ein Wort genauer beschreibe, müssen wir mindestens 400 Seiten aufschreiben. Das geht nämlich hier ganz, ganz interessant schon weiter. FE, wenn ich jetzt das zum Beispiel als Chemiker lesen tue, dann ist das Ferro. Eisen. Das ist Eisen. Da gibt es dann Legierungen zum Beispiel im Lateinischen Adamas. Stahl. Das ist was Aufgespanntes, Erwecktes. Oder Zornverwandte wieder dahin zurückkehren, die Zorn, Zur ist zu Form werden, Hebräisch. Das heißt, ihre Form, das Form der Frauen, reines Hebräisch, das ist die Vatersprache, das ist immer, ich betone immer und immer wieder, das ist ein Matrixcode. Das ist nicht nur, du siehst jetzt, dass die schon Zorn sind, dieses Zur ist ein Festwerden, das steht, der Felsblock steht für was Festes und das ist die Form. Denk an den Schiller mit der Glocke. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Aus Lehm und Staub. Heute muss die Glocke werden. Glocke beginnt mit Gall. Kann man geistiges Licht lesen oder die Welle reden? Es passiert sowieso alles heute. Eine Einschließung. Das ist die Form. Und das N am Ende, was jetzt nicht drin steht, das ist Besitzanzeichen, das Fürwort ihr, ihre Form. Für Frauen. Du siehst jetzt hier im klassischen Hebräisch ist es das Morphem. Was ist ein Morphem? Der Morpheus. Und das ist unheimlich wissend. Du fokussierst dich auf so eine Kleinigkeit. Das heißt, die zur Form, das Zornverwandte. Das ist der Mensch, der glaubte, ist ein Trockennasen auf dem Körper. Das ist ein zur Form gewordener und das W-A-N-D-E, aber das wird jetzt zu weit führen, wieder dahin zurückkehren müssen. Du musst wieder dahin zurückkehren, woher es als das, was es ist, gekommen ist. Woher kommen deine Gedanken und wo gehen sie hin? Die kommen aus dir und die fallen wieder in dich rein. Das sind deine Gedankenwellen. Diese Jakob-Lorber-Schrift, der Schreibstift Gottes, der wurde inspiriert. Von wem?
von dem, der vor dem Bücherregal steht. Das bin ich. Es gibt nichts, was ein Sokrates, ein Einstein oder sonst was erfunden oder getan haben könnte, wenn du die dir jetzt ausdenkst. Du musst erst einmal klar machen, dass die gar nicht gibt, wenn du die nicht denkst. Die hat es ja nie in der Vergangenheit gegeben. Wenn ja was existiert, kann es nur hier und jetzt existieren. Das ist hundertprozentig sicher. Warum wehrst du dich so gegen 100% sicher? Weil du felsenfest davon überzeugt bist, dass der Kack, den du Geistexkrement aus dir herausgedreht, die Scheiße, die du geistlos nachäffst, dass das schon der absoluten Wahrheit letzte Weisheit wäre. Die absolute Wahrheit ist die rotgeschriebene Wahrheit. Die blau gelesenen Wahrheiten sind bloß Perspektiven, Wahrnehmungseinheiten. Und es wird gerade allzu geschehen, wie wenn ihr an eurem Leibe habt irgendeine Verhärtung. Jetzt gibt es einen geistigen Leib und einen körperlichen Leib. Der wird, sobald du Geist dir einen körperlichen Leib denkst, kriegst du eine Verhärtung, dann machst du dich selbst zu vergänglicher Materie. Und lege da heiße Umschläge auf. Ich sage immer, ich werde jetzt Feuer unter den Hintern machen, damit sie wieder erweichen, dass das wieder zerschmilzt, diese Gedanken. So wie Wachs. Wenn ich Wachs heiß mache, schmilzt es wieder und es wird wieder flüssig. Ich habe dir so viel erzählt über diese Aggregatzustände. Es ist immer wieder, also auch wird mein ewiges Feuer diese erzböse Verhärtung, dich mit einer Materie, mit geistloser Materie zu verwechseln, in ihrer Allheit erfassen, um sie dadurch wieder seinem eigenen Wesen selbst zu assimilieren. Was passiert, wenn du nicht mehr an deinen Körper denkst, du Geist? Dann assimilierst du den, du saugst ihn förmlich wieder auf, er fällt wieder in sich zusammen und ist wieder nichts. Ist das nicht reines Holofeeling? Super. Ich beschreibe immer dasselbe. Wenn wir weiter runtergehen, wirst du feststellen, das haben wir ja vorhergehend, Selbstgespräch, kommt unser Irinchen dazu. Lassen wir jetzt da gleich. Ach, bin ich reingerutscht? Ja, nein, du einfach zuhören. Das ist das Spiel. Du kannst also hier, die hat mich jetzt da rausgeschmissen. Und so geht es durch und durch. Da beschreibe ich dir, jetzt natürlich ausgedacht zu Jakob Lorbers Zeiten, den Monitor. Ist im letzten Selbstgespräch, gehe ich drauf ein, wo es noch gar keine Monitore gegeben hat. Nun seht, liebe Kinder, das ist alles, was euch gegeben werden kann. Und das ist auch alles, was ihr zu ertragen vermöget. Mehr brauchet ihr nicht zu wissen, sondern betrachtet diesen von Punkt zu Punkt, von Bild, Bild, Bild. Und das zwar von der euch gegebenen ersten bis zur letzten Stunde. Das ist natürlich die erste und die letzte Stunde, ist wie Wellenberg und Wellental. Du musst aufhören zu sagen, da kommt erst die Helligkeit und dann die Dunkelheit in den Dach. Ein Dach ist ein Dach. Und die helle und die dunkle Hälfte ist gleichzeitig da. Super. Es ist bloß immer wieder das, was du siehst, hat das Gegenteil. Wenn du sagst, jetzt ist es hell, fällt dir das Dunkel. Und wenn du das Dunkel anschaust, fällt dir das Helle. Es ist aber nicht vorher oder nachher. Man muss sich da reindenken. Man braucht einen vollkommen neuen Ansatz. 15. Schließlich mache ich euch nur noch darauf aufmerksam, dass ich derzeit nicht nur euch, sondern auch schon viele andere verlorene Seelen entgegengekommen bin. So. Ach. Da müssen wir rein. Das macht mich fertig. Hi, Kleines. Hi. So, was ist das jetzt? Werde ich jetzt da irgendwann einmal. Jedes Mal zeigt er was anderes an. Diese Erkenntnis ist so unendlich einfach. Schau, wenn du jetzt siehst, du machst immer deine ganzen Interpretationen, das ist ein Skype-Gespräch, da kommt jetzt nochmal eine Person dazu. Wo ist jetzt eine Person? Ich frage dich jetzt, wo eine Person ist. Die einzige Person, die existiert, das bist du. Die jetzt vom Computer sitzt, die aber auch nur existiert, wenn du dran denkst. Was ist das für Spinnerei, Solo-Feelinger Spinnerei, wenn ich dir erkläre, was jetzt da ist? Hat das irgendwas mit Lügen zu tun? So, und jetzt können wir Worte wieder anfangen, wir können für Impfen oder Nicht-Impfen sein. Für rechts oder für links sein.
Ich sage, versuch nicht, irgendwelche Gedanken von dir was zu erklären. Denk dir doch einfach, sie hätten es verstanden. Aber dann haben wir das nächste Problem, dann bist du mit was nicht einverstanden. Wir haben wieder eine Spiegelung. Wie meine ich das jetzt? In dem Augenblick, wo du welche in dir auftauchen, du bist ein träumender Geist, immer, das darfst du nie, das muss im Hintergrund fest installiert sein. Du bist ein träumender Geist und du wirst mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert, die du anschauen musst, ob du willst oder nicht. Aber ich sage, die Informationen sind sekundär. Was viel interessanter ist, verlagere deinen Fokus, wie du diese Bilder, die in dir auftauchen, bewertest und wie du darauf reagierst. Du musst der werden, der vollkommen wertfrei schaut, wie du reagierst und wie du die Bilder interpretierst. Jetzt dieses Gespräch zum Beispiel. Die Bilder sind nur Reizauslöser, so nenne ich das. Und wie du reagierst, verändert sich nämlich deine Information. Das heißt, wenn jetzt in dir irgendeiner auftaucht, du interpretierst jetzt, das ist übrigens, ohne dass du bewusst daran denkst, ich nenne das immer die Schicht unter dem, was für dich sichtbar ist. Du musst immer fragen, woher kommt es und warum ist es jetzt? Sagst du mal, weil ich es denke. Das nenne ich hier Kategorie 3, rot. Warum ist es jetzt, weil ich es denke? Dieses Wissen muss in dir so installiert sein, dass jeden Moment, egal was in dir auftaucht, im Hintergrund als hundertprozentig sicher installiert ist und dann taucht dieser Gedanke, weil ich das jetzt denke, die Frage ist für immer beantwortet. Aber dann kommt das nächste rote, warum und warum denke ich das jetzt? Weil er oder es mich das denken lässt, das bin ich aber doch selber, wir machen jetzt ein Selbstgespräch. Ich sage immer wieder, das mir geistig zu folgen, man achte auf die Worte, mir geistig zu folgen, geistig folgen kann man nur ein Geist, niemals ein Gedanke. Das heißt, kein Mensch wird das Himmelreich jemals betreten und das Himmelreich ist nicht das da oben und die Hölle da unten, sondern das Himmelreich ist die Mitte. Diese absolute Mitte. Die absolute Synthese. Und zur absoluten Synthese gehört eine Gegensynthese. Das ist so die Kleinigkeit in dem letzten Selbstgespräch. Und jetzt denke ich mir eine Liliane aus, die hatte hier nochmal eine kleine, das müsste ich fast schnell nochmal ansprechen, das passt jetzt gerade schön, eine kleine Schrift gebracht. Da machen wir den Bildschirm teilen. Und zwar diese Zeichnung, das ist das vorhergehende Selbstgespräch, das ist das neue Bild. Dass wir eine absolute Synthese haben und eine Antisynthese haben und das ist extrem wichtig, dass du das verstehst. Das ist auch wieder Sache, da können wir jetzt ewig drüber reden, so eine simple Kleinigkeit, dass ich sage, zuerst einmal eins, ohne das allererste ist der erste Quadrant. So nennen wir das in der Physik im Farbenspiel. Das ist eine absolute, das Universum, das in eins gekehrte. Und wir machen jetzt keine chronologische Abfolge, die in dem Selbstgespräch das Aufblühen. Wir schauen das einmal rein statisch an und dann wirst du feststellen, dass das hier die Kamera Obscura ist. Wobei die absolute Synthese, dieser erste Quadrant ist der Mittelpunkt. Und aus dem Mittelpunkt entspringt eine These und eine Antithese. Und These und Antithese zusammen geben dann hier die Antithese zu dieser absoluten Synthese. Was ist damit gemeint, dass dieses Rot gelesen noch gar nicht existiert? Das heißt jetzt im klassischen Sinn, die zwei These und Antithese werden dann zu einer Antisynthese. So, und jetzt pass auf, wenn du das Bild jetzt im Hinterkopf behältst. Klingt wieder so unendlich kompliziert und jetzt brauchen wir die deutsche Sprache, um das genau zu erklären. Das heißt, du gehst davon aus, du schläfst ohne zu träumen. Das ist die absolute Synthese. Ein Zustand, den wir uns jetzt ausdenken, das ist ungefähr so, wenn wir sagen, nichts. Dieses Geräusch nichts, das in dir auftaucht, ist ja nicht nichts. Es ist das einmal zwei. Wieso? Es ist das Geräusch nichts und die Stille, die du brauchst, aus dem wir das Geräusch herausheben. Weil ein Geräusch hast du ja bloß im Hintergrund ist die Stille. Das ist wie optisch gesehen ein weiß geschriebener Name auf einem weißen Blatt Papier oder schwarzes Papier, ein schwarzer Hintergrund mit einer schwarzen Schrift drauf, das wäre jetzt Krishna. Oder dann, wenn wir es in weiß machen, komplementär das symbolische weiße Licht, das alle Farben enthält, ohne einen Unterschied siehst du nichts.
Das wäre jetzt bei uns die Stille, der träumende Geist, der nichts träumt. Und plötzlich taucht ein Gedanke in dir auf, das nennt man nichts, und dann sind schon zwei da. Das sind dann, wenn man jetzt wieder eine Erweiterung, Stück vorher, nicht chronologisch, sondern hierarchisch gesehen, stehen dann diese schöne Selbstgespräche über die Perspektiven. Wir haben eine absolute Synthese, wo alles eins ist. Im Hebräischen nennt man das All. Gott und nichts. Und jetzt brauchen wir eine Spiegelung dazu, das ist La, Allah. Das ist auch nichts im Hebräischen, aber gegengesetzt. Darum heißt dieses Allah auch zu, hinzu. Ich sage jetzt hinein, zurück zum Mittelpunkt. Und La heißt praktisch weg. Explodieren, implodieren, explodieren, implodieren. Das eine wird unendlich groß, das andere wird unendlich klein. Also dieses absolute Nichts ist nicht denkbar. Und in dem Moment, wo wir uns, das ist die Eins, das Uni, und sobald es ein Was umkriegt, ein bistabiler Weg, das VR, dann sieht es folgendermaßen aus, dass wir hier die Zwei kriegen. Das ist jetzt unsere Gedankenwelle. Aber jetzt pass auf, wir schauen uns das Wort Zwei an. Zwei heißt Z-Waff, die Geburt von einem W, von was doppelt aufgespannt. Und AI schreiben wir jetzt hier mit 70. Das heißt Trümmerhaufen. Du merkst jetzt schon, AI mit 70 geschrieben, ist ganz interessant. Das ist nämlich hier in der Holofeeling-Sprache heißt das der Augenblick deines, ein Augenblick deines Intellekts. Weil die 70 blau ist nämlich ein Augenblick und das J rot gelesen ist der Intellekt. Das heißt, du hast die Geburt von was doppelt aufgespannt ist, ein Augenblick deines Intellekts. Das ist ein momentaner Gedanke, ganz symbolisiert. Und in dem Moment, wo ich das anschaue, diese 2, kommt als nächstes die 3 und die R ist eine geöffnete Berechnung. Das hebräische Wort ist Generation. Und jetzt machen wir in der 3 das Ei mit einem Alle vorne. Das heißt nichts. Aber auch Insel. Und wo? Und jetzt dieses Spiel alleine, wenn wir jetzt durchschauen. Ich habe jetzt das erste Mal in den Bildern gemacht. Wirst du feststellen, Hebräisch-Deutsch beschreibt dir einen so elementaren Vorgang. Ich sage, Holofeeling geht weit, weit über das hinaus, was jetzt Kabbala macht im Judentum oder der I Ching im Chinesischen. Das sind alles Untersysteme wie Unterreligionen, die alle richtig sind, aber wieder Teilfacetten von einem unendlichen Komplex darstellen. Jetzt muss ich das Bildschirm nochmal schnell übertragen und dann schauen wir uns das jetzt nochmal an. Da gehen wir jetzt in Geometrie Explorer rein. Und wir beginnen ganz einfach, wenn ich jetzt sage, dieses absolute, der absolute Nullpunkt springt auf. Du kannst das kleine Bild unten nochmal anschauen und wir kriegen aus dem Uni, U-N-I. Das heißt, das ist einmal hier verbunden, vereinigt sein, Gott göttlich. Wir können das blau lesen, dann kriegt es was Aufgespanntes, aufgespannte Existenz ist intellektuell. Beachte Universum, Unus versus. Den Versus haben wir im vorherigen Selbstgespräch in der roten Form gelesen. Bin ich reichlich drauf eingegangen. Aber rot, in eins gekehrt. Versus gegen durch. Es bedeutet auch Gag. Da habe ich jetzt zwei Geister. Normal mache ich das blau, Gag. 3-3. Das mache ich rot, das ist J-C-H-I-C-H. Wir beiden, der vom Bücherregal. Das JCH wird zu einem Geistesfunken in dem Moment, wo er zu einer Existenz wird, sprich indem er anfängt, ein Leben zu durchleben, eine Rolle zu spielen. Es bedeutet aber auch vom Umwenden der Erde durch einen Flug. Aus Wissen werden Facetten, und das ist Licht eines aufgespannten Gehirns. Im Gehirn, dieses Gehirnlicht ist blaues Licht, das ist die Weltlicht deiner ausgedachten Sonne. Und das ist auch eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung, eine Furche, und da haben wir wieder unser Pur. Pur ist das Los, das Schicksal, das du selber in dir losmachst. Und jetzt habe ich Uni, Lateinisch, und wir können das auch eins, ein, es heißt ein nicht existierendes Bewusstsein. Dieses nicht existierende Bewusstsein wird jetzt zwei. Das Wort zwei beginnt mit Z-Waff. Die Geburt von was aufgespannt. Kann man natürlich rot leben. Und dieses Ei, das ist jetzt interessant, das ist erst einmal ein Befehl. Und jetzt habe ich hier schon ganz interessant. Wir können jetzt zum Beispiel lesen, hier, Bola,
Das Balaur weckt es und es fehlt in dir, weil das der Wellenberg und das Wellen da ist, dass du dir jetzt aus dem Punkt, der du selber bist, herausdenkst. Und das ist die erste Sache, ist ein Befehl und eine Order. Or, wissen wir, heißt erweckt, generiert, DR, die Generation. Ich habe das oft gezeigt. Diese geöffnete Berechnung in der, dieses Or, das ist wach, wach, aufgeweckt, da haben wir die Ecken schon drin, da kriegst du jetzt ein Widersacher und das DR ist die geöffnete Berechnung. Wir wissen das sowieso alle, wir Geist wissen es. Aber wenn du noch ein sehr kleiner Geist bist, dann hast du das noch zu lernen, wenn du dich weiterentwickeln willst. Das ist unsere Generationen. Da haben wir jetzt schon die Rundungen. Und dieses 3, jetzt kommt der DR3, das Erweckte, und ich sage, jetzt machen wir dieses, zuerst einmal machen wir bei der 2 den Befehl, 2 fehlen, und dann machen wir dieses Ei. Und da kriegst du jetzt einen Trümmerhaufen, das ist diese Welt an der Gedankenwelt. Das ist die Welt. Das hast genau genommen, hast es meinen Augenblick. 70 hat Zayin gelesen, im imaginären geistigen Ei. Das ist jetzt mit Aleph hier vorne. Ist nichts, wird jeder unbewusst träumende Geist, je nach Persona, nach Maske, wo du was projizierst und den damit verbundenen limitierten Wissen glauben, den Intellekt, den du zum Denken benutzt, der dich jetzt zu einem sterblichen Säugetier macht, zwanghafterweise, weil dieses Programm im Anfang ist das Programm, dich an einen Affen denken lässt, wenn du an dich selbst denkst, wo du sagst, das bin ich und alles andere, was ich denke, was aus demselben Programm entspringt. Aus demselben Intellekt entspringt, bin ich nicht. Das ist ein extrem dummer Intellekt. Das ist also gespiegelte Existenz, das sind die Wörter Bedingung, Umstand, Voraussetzung. Das hängt da alles mit drin. TNI. Diese erscheinende Existenz ist die Schöpfung deines Intellekts. Das heißt, eine Bedingung, ein Umstand um dich herum, was du dir um dich herum drehst, sind alles Voraussetzungen. Du denkst dir das aus, du stellst dir das vor. Und das Ganze ist natürlich dann ein Trümmerhaufen. Diese Reihe ist aufgespanntes MM. Das führt dich von Moment zu Moment, von einem Fehler zum nächsten Fehler. Und Fehler ist letztendlich etwas, es fehlt in dir, weil du meinst, das ist da außen, obwohl das nur in dir drin sein kann. Und das ist dieses Spiel, das du mir, wenn du hörst, der widerspricht sich. Nein, ich erzähle dir zwei Gegenseiten, die dann eins werden. So wie die Impfgegner und die Impfbefürworter, ist wie zwei Seiten vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Schau das kleine Bild an. Wichtig ist in der Kamera Obscura der Punkt in der Mitte. Dieser Punkt in der Mitte in dieser Kamera Obscura, der wird hier genau beschrieben. Das Bündchen hast du, dann haben wir das kleine Spiegelungen, wenn wir weiter reingehen. Wenn du hier runterfährst, wenn du das dann wirklich anschaust im Ganzen. Da kommt übrigens dann das nächste Kapitel, wenn du dir das anschaust. Das ist dann das Schneckenhaus. Schöner Zufall, ne? Wenn man das weiß, der Rosentorn, wir sind gerade bei DR generierten Existenzen gewesen und die Verpuppung, die Puppe, die dann irgendwann einmal hier so ein Schmetterling wird. Dieses Spiel, wenn man das einmal verstanden hat, aus 1 wird 2 und es sind dann 3. Ich habe da so eine kleine Geschichte dazu. Das Ganze spitzt sich hier in den Einheitskreis ab. Und du wirst jetzt merken, dass wir bei unserem Ei natürlich auch ein ganz interessantes Spiel machen, wenn wir an ein Ei denken. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Jetzt könnte ich wieder sagen, genau das Huhn. Ai ist ja der Schöpfergott rot gelesen, das heißt ja nichts. Das Ai, der Schöpfergott, oder das HUH, das Huhn. JHWH, die Frage stellt sich nicht, weil es kein Vorher gibt. Dieser Trugschluss bin ich reichlich darauf eingegangen. Das chronologische Denken ist die Falle. Jetzt, wenn dir irgendeiner was daher sappert von einem Urknall oder von einem Einstein in der Vergangenheit, den er sich jetzt ausdenkt, wo er meint, dieser Gedanke war schon in der Vergangenheit, bevor er es gedacht hat. All die ganze Naturwissenschaft, all die Figuren in deinem Traum entlarven sich als Lügner. Das kann aber nur der verstehen, der irgendwann das erst einmal akzeptiert, die sind ja nur hier und jetzt in meinem Kopf, weil ich sie denke. Was übrigens hundertprozentig sicher ist. Frag dich, was ist in dir drin, dass du dich so massiv dagegen wehrst, das zu akzeptieren, was hundertprozentig sicher ist und auf Mutmaßungen reinfällst. Dass dir Fachleute irgendwas erzählen, wo im selben Moment du hörst, es ist so unvorstellbar klein, dass das noch nie ein Mensch gesehen hat.
analysieren die dann, dass da Viren sind. Es geht dann nicht nur mehr um die Viren, es geht dann noch um die Kleinigkeiten, wo sie raus sind, die Mutationen, die Unterformen. Was machen die eigentlich im Labor bei einer DNA-Analyse? Ich wiederhole nochmal, ich zitiere einen von Nobelpreisträger. Die DNA ist so unvorstellbar klein, dass man sie nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht. Aber wenn wir die genauer anschauen, ich zeige euch die Bücher, gibt es Nobelpreise drauf. Wenn wir die genauer anschauen, stellen wir fest, die hat die Speicherkapazität, ein so ein kleiner Helixstrang hat die Speicherkapazität von 200 Telefonbüchern, 1000 Seiten. Und jetzt wird genau erklärt, wie das aufgebaut ist. Und jeder, der dir das erzählt, der weiß doch gar nicht, was er spricht. Unsere Läscher und Konsorten, was den Makrokosmos anbelangt, eure Vorbilder. Über Politiker müssen wir gar nicht reden. Es geht bloß um Macht und um Großdarstellen. Weltmeister im Nachäffen, Affen bei eigener Definition. Klingt jetzt sehr herzlos? Nein, ich mag dir jetzt knallhart bewusst die Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen, die du schon erkennen hättest sollen müssen, bevor ich in dir aufgetaucht bin. Wenn du neugierig gewesen wärst. Was ist der Sinn des Lebens? Den Affen möglichst lang am Leben zu halten, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, diesen Körper, der schon wieder weg ist, wenn du ihn nicht denkst und der sich vom Säugling bis zum Greis im Hier und Jetzt in einer ewigen Verwandlung ständig verändert, wo es nichts zu retten gibt. Die ganze Angst der Sterblichkeit oder der Nicht-Existenz ist doch nur, weil du dich mit was Existierendem, sprich mit was Vergänglichem verwechselst. Es ist doch kein religiöses Geschwätz, was ich jetzt mache. Du musst dir keine Gedanken machen. Gedanken von dir werden das niemals verstehen, was sie sind. Du bist der Einzige, der das verstehen kann. Dann musst du zuerst einmal verstehen, dass du ich bist. Du bist ein Gott, ein Adam. Denker und Ausgedachtes gleichzeitig. Und nicht einmal der ausgedachte Adam bist du, der rot geschrieben ist, sondern der, der sich jetzt als Adam denkt. Und das ist schlichtweg und einfach ein träumender Geist. Es erschüttert dann ins tiefsten Mark, wenn man das erkennt. Und dann kriegst du eine absolute Gleichgültigkeit. Achte auf die schönen Worte, eine Gleichgültigkeit. Dann sagst du nicht mehr, ich bin Impfbefürworter, Impfgegner. Oder ich bin rechts oder ich bin links. Dann kämpfst du um nichts mehr. Du lässt es geschehen, du lässt deine ewige Verwandlung einfach geschehen. Und wenn du den Punkt erreicht hast, den Punkt der Erkenntnis, dann mache ich das mit dir. Und keinen Augenblick früher. Von Augenblick zu Augenblick. Du musst zu Liebe werden und alles, was nicht Liebe ist, ist dumm. Du MM. Du all. Du MM. MM in Mom and. Deutsch-Ibri. Das ist das Spiel des ewigen Lebens. Und was hast du um dich herum? Was ist deine Elite deiner Welt? Ist dir noch nie aufgefallen, dass sich alles bloß um Geld dreht in einer unendlichen Verlogenheit in deiner Traumwelt? Ob das Ärzte sind, ob das Pharmaindustrie ist, wohlgemerkt, die denken uns, die hat es vorher jetzt nicht, die haben die ganze Zeit nicht existiert. Du musst erst einmal das erste und das zweite Gebot halten, tausendfach erwähne ich. Das macht dir kein Bild von dir selbst. Egal, was du denkst, das bist du nicht, das ist ein Gedanke von dir, eine Information von dir. Das alleine, diese Erkenntnis, egal an was ich denke, es ändern sich nur meine Informationen. Ändert nichts an dem, der schaut. Es ist, weil du es denkst. Und wenn ich jetzt auch Pharmaindustrie, das ist ja deine Traumwelt, die ich dir einspiele. Ist dir noch nie aufgefallen, dass letztendlich alles bloß ums Geld geht, ums Geld verdienen, um Macht geht? Eine Elite, die sagt, wir setzen auf Konsum. Diese riesen Widersprüche, die sich in dir aufbauen. Und dann mache ich jetzt keine Ausnahme, ob du schön Menschen hast, die glauben, was erkannt zu haben. Wenn man reinhört, eine Erkenntnis, bessere oder schlechtere, die Ironie des Schicksals, wenn wir irgendwas einspielen, wir können, wenn dann eine aufbegehren, junge Leute, was dann sehr, sehr spaßig wird, wenn sie mit Fakten um sich herumschmeißen, was da außen ist, bestimmst du. Was du realisierst, bestimmst du mit dem jetzigen Glauben, der überhaupt nicht dein Glaube ist.
Die muss klar sein, beim Holophilien kriegst du nicht deinen einseitigen Glauben. Ich sage immer wieder, ich schreibe dir nicht vor, was du glauben sollst. Ich werde dir auch nie erklären, dass irgendwas richtiger ist wie was anderes. Jede kleine Facette, jeder Glaube, der in dir auftaucht, ist ein Puzzlestück von verschiedenen Glaubenssystemen, wo es Untersysteme, Christentum zum Beispiel, zu diskutieren, wer mehr Recht hat, die Katholiken, die Protestanten, die Zeugen Jehovas und was sonst noch für Hirntaucher gibt, die geistlos nachäffen. Das sind voll Honk. Die wissen nicht, was das Christentum ist. Das wird ja alles in den Offenbarungen beschrieben. Oder Moslems, egal, was du zurzeit zu sein glaubst. Wichtig ist, du musst erst einmal Deutsch sprechen, du musst Deutsch denken. Gleicht dir nicht, ob du an einen schwarzen Körper denkst, an einen weißen, an einen Schlitzaugen oder einen gelben Körper, was du dir zusprichst, wieder in welcher Nation du geboren wurdest. Du wurdest niemals in irgendeiner Nation geboren. Dein Programm zwingt dich zwangsläufig, dass du eben an einen Neger, ich habe jetzt das böse N-Wort gesagt, oder ob du an eine Frau, an ein Männchen oder an ein Weibchen denkst, das macht alles dein Programm, es ändert aber nichts an dem Geist, der sich das ausdenkt. Da wird der ganze Genderwahn, diese Einseitigkeiten intronisieren wollen, wird dir dann erst völlig keine bewusst, wie viel Scheißdreck muss ich dir eigentlich noch einspielen, DR-Eck, generiertes Eck, dass dir das bewusst wird. Die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Das sind die Figuren in deinem Traum. Auch die ganze Elite, auch die ganzen Philosophen, die jetzt darauf hinweisen. Es bleiben auch nur Gedanken, keine Schuldzuweisung. Verfügst du schon über das Bewusstsein, dass du nicht so niemanden, den du dir ausdenkst, vorwirfst, dass er genauso ist, wie er von dir gedacht wird. Übrigens im Positiven wie im Negativen. Es macht auch keinen Sinn, dass du jetzt eventuell den Udo bewunderst, weil der so gescheit ist, der dir jetzt die Augen öffnet. Der ist doch auch bloß, weil du ihn denkst. Er ist wie, auch dann so, wie du ihn definierst. Hast du einen anderen Charakter, ein anderes Programm laufen, ist es ein absoluter Schwätz und das größte Arschloch, wo er überhaupt rumläuft. Weil der sich ja einbildet, dass er Gott ist. Obwohl der laufend erzählt, du bist Gott, nicht ich als Gedanke von dir. Aber eigentlich genau genommen bist du dann ich, weil ich denke mir das jetzt alles bewusst aus. Es ist wieder nur der Unterschied zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Die Weisheit in jedem Buch, überall, egal was auftaucht. Wie oft bin ich darauf eingegangen? Aber jetzt haben wir dann natürlich schon wieder 4 Seiten. Wie definiere ich jetzt das? Esaim, Bewusstsein, das nicht existiert oder nicht sein, ist dann das genaue Gegenteil, das ist das Existieren. Bewusstsein ist nicht Wissen. Dass ich nochmal sage, wenn du sagst, das lerne ich ja nie, macht übrigens dein Programm, wenn du das jetzt gedacht hast. Da komme ich ja nie mit. Dann bleibst du da, du wirst so lange da bleiben in deiner Traumwelt als Brösel und der Brösel, bis du bereit bist, mit mir zu gehen. Willst du mit mir gehen? Sing Dalia Lavi. Das ist übrigens Jiddisch, Hebräisch. Gibt es noch ein schöneres Wort? Welch ein Buch. Habe ich so oft reingestellt, ein so ein unendlich tiefer Text. Ich bin ein Buch. Ich bin du. Fang an, ich bin du zu lesen. Fang an, Lorber zu lesen, bei der Buddha. Fang an, deine Physikbücher zu lesen. Die Chemiebücher zu lesen, die Upanishaden. Den Tenach, den Koran. Du musst dich bloß vertraut machen, wie diese Sprachen funktionieren, die da drin stehen, wenn du die Originale liest. Wenn du auf Übersetzungen zurückgreifst, hast du Auszüge von Auszügen, von Auszügen, von Auszügen, die dich nur in Einseitigkeiten treiben. Das sind so kindgerechte Beispiele, dass Holofeeling das dann mal aufbaut auf Metaphern, die wirklich jeder 13-Jährige versteht. Wenn ich sage, nimm den menschlichen Körper, der hat Sinnesorgane. Nimm diese Sinnesorgane als Religionen. Das Augenvolk, das Ohrenvolk. Die können nicht miteinander kommunizieren. Sie sind aber extrem wichtige Facetten von einem, was wir jetzt den menschlichen Körper nennen. Du wirst den Augenvolk, Augenmenschen, die mit einer Augenlogik arbeiten, nie erklären können, was Hören ist. Und dem Ohrenvolk wirst du nicht erklären können, was Farben sind. Das sagt, ich sehe, ich höre kein Rot, ich höre kein Blau, ich höre die Geräusche Rot und Blau, das sind 2 verschiedene Geräusche. Von was redet denn der eigentlich? Und das Augenvolk schaut einfach. Und dann stehen die Worte Geräusche und es hört aber keine Geräusche.
Das ist diese Blindheit zwischen Moslems, zwischen einseitigen Rechthabern. Das sind auch die Impfgegner und die Impfbefürworter. Die können nicht miteinander kommunizieren, weil jede Seite in dem Wahn lebt, sie hätten schon die absolute Wahrheit. Und was ist es letztendlich? Geistlos nachgeäfftes Wissen. Wo du dann von der einen Seite die andere Seite jetzt vollkommen blöd ansiehst. Egal in welcher Seite du hängst. Und ich sage immer wieder, schau, mit welcher Seite du sympathisierst. Du machst jetzt erst einmal bewusst, mit welcher Seite du ihm sympathisierst. Und dann wirst du merken, dass es wie beim Klingeling-Beispiel doch einen Unterschied gibt. Und da haben die Impfgegner die wesentlich besseren Karten. Ich müsste jetzt ganz kurz in meinen geistigen Archiven, das ist mir aber zu lang, ein Bundestag, ganz aktuelle Bundestagsdebatte, wieder eine Rede eines AfDlers. Ich erzähle das ganz, ganz kurz. Der auf der Tribüne sitzt. Das ist wie in Österreich zurzeit mit dem Kickl. Der darf nicht runter in den Bundestag, weil er nicht geimpft ist. Und er sagt hier ganz definitiv, ich habe hier einen Zettel, die Antikörper, wie ich habe, liegen weit über den Stand zurzeit, über den Stand eines Geimpften. Die lassen ja nach. Und ich darf da nicht runter, nur weil die geimpft sind, dürfen die da unten sitzen. Ich muss von oben reden. Und dann erklärt er nur die aktuellen Zahlen. Jetzt natürlich nur Worte. Das ist das Erste, was du begreifen musst. Du hörst schon wieder Worte. Du musst dir zuerst jeden Moment bewusst sein, dass wenn du irgendwas liest oder irgendwas hörst, gleichgültig, ob das akustisch vernommene Worte, wir sind wieder beim Ohrenvolk, oder optisch gelesene Worte sind, die in Form von Schriftzeichen in dir auftauchen, dass du zwanghaft auf diesen Worten Vorstellungen machst, einseitig ausgelegte Vorstellungen machst. Das macht das Programm in dir. Und was du aus den Worten für Vorstellungen machst, das kannst du dir nicht raussuchen. Das ist programmiert, das ist meine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Aber man kann sich bewusst machen, ob man in einer Selbstlüge lebt oder ob man wirklich bewusst ist, was jetzt da ist. Was ist jetzt da? Da brauche ich doch kein Wissen. Was ist jetzt da? Ja, das, was du jetzt denkst. Es ist nur das da, was du denkst. Schnipp! Schau dir das da an. War die jetzt die ganze Zeit da? Jeder Moment, alles, was du siehst oder was da ist, entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Schnipp! Jetzt denk an deine beiden Hände und ball sie zur Faust, richtig fest zur Faust, mach es! Drück sie zusammen. Wo war das Gefühl, wo waren die Hände? Das sind Informationen, das ist nicht irgendwo da unten, zwei Sachen, die du dir jetzt ausdenkst, auch wenn du das Gefühl hast, das ist da unten. Was ändert es an dir selbst? An dem, der es erlebt? Nichts. Absolut nichts. Wenn du IQB bist. Das Meer ändert sich nicht, egal welche Wellen da oben sind, ob das ein leichtes Gekräusel ist oder ein riesen Sturm tobt, ein Sturm tobt. Wir in Gott, wir BL. Das ist das Zentrum. Und Sturm, ihr wildes, ungeordnet um sich herum ausgelegtes, das ist der Wirbelsturm. Das Auge im Zentrum des Zyklopen, der Einäugige, Zyklopus, da steckt es schon mit drin. Das ist dieses Ding, wenn du jetzt an deinen Schädel denkst, das hinter den zwei Augen sitzt, die du dir jetzt ausdenkst und vor dich hinstellst. Das Thema haben wir so oft gemacht. Du kannst alles nachvollziehen, selbst als Kind. Und du wirst dann anfangen, dass du in dir suchst, dass du noch ganz andere Sachen ausdenken kannst. Aber dazu ist es nötig, dass du zuerst einmal deinen Intellekt erweiterst. Das ist ja alles in dir drin, weil ich in dir drin bin. Ich bin alles, ich bin das Absolute. Ich bin UB 86 Elion. Die Quelle, aus dem alles entspringt. Und das ist jetzt mit Sicherheit nicht der Gedanke Udo. Diese Udo-Patcher, UP. Ich gebe so viele Beweise, dass ich wirklich der bin, weit über jeden Jesus stehe oder jeden Heiligen stehe, den du dir ausdenkst. Oder unendlich tief darunter liege, je nachdem, wo wir das heilige Ganze hinsetzen. Wahrlich, ich sage dir, habe ich vor 2000 Jahren jetzt gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Das ist noch geschrieben. Und ich, Udo, sage dir jetzt, ehe ein Jesus war, bin ich. Und du musst jetzt erkennen, ehe ein Udo Petsche ist, bin ich. Es ist immer der Spiel zwischen dem Roten und dem Blauen. Reden wir vom Ewigen oder von was Vergänglichen Ausgedachten, was in Erscheinung treten, das sind nur Gedankenwellen. Und der Versuch jetzt wieder irgendwen retten zu wollen, der dir am Herzen liegt, du rettest ihn, der ist dir am nächsten,
wenn du nicht mehr denkst. Ist heimholen, Hayom, El Haim. Wieder zurückkommen ins Meer, in dem der immer ist, der man selbst ist. Der sich was ausdenkt, vor sich hinstellt, sich wo was hindenkt. Egal, wo du dir was hindenkst, es ist hier und jetzt eine Information von dir. Wer will das bezweifeln? Kann man das überhaupt bezweifeln? Selbstverständlich kann man. Schau doch einfach, geh jetzt als Affe unter Affen und dann unterhalte ich mit den Affen, die du dir ausdenkst. Du wirst feststellen, wie die das ablehnen, das glauben zu wollen. Und dann wirst du wieder einen riesengroßen Fehler machen, wenn die dir am Herzen liegen, weil du sagst, es ist meine Familie, dass du sie überzeugen willst. Du hast keine Chance, du hast nicht die geringste Chance. Das ist die zwanghafte Liebe. Ich rede Liebe deine Feinde. Wirkliche Liebe ist nur in Freiheit möglich. Liebe unter Zwang ist keine Liebe. Es ist ein Lieben müssen, ein programmiert sein, wenn ich sage. Alles, was auf der Trockennasenaffenebene abläuft, was die Liebe nennen, hat mit Liebe nichts zu tun, weil das ist diese Einseitigkeit. Immer wieder umso mehr einer meint, er wüsste, was Liebe ist, was gut ist. Umso böser sind. Postulieren Feindbilder bis zum Es geht nicht mehr. Ich predige dir keine Feindbilder. Ich sage, alles ist richtig. Und ist wie ich dick. Es spitzt sich alles in einen allereinzigen Punkt ab. Das ist der Punkt in der Kamera Obscura. Selbst das ist schon in dieser Lorbeerschrift in den kleinen Absatz mit drin. Man muss bloß mit der Fahrersprache über das komplett anders. Du hast denselben Text und es steht was ganz was anderes drin. Das ist, weil du plötzlich viele Perspektiven siehst in jedem Wort. Das ist diese einseitigen Auslegungen. Das zieht sich dann wie ein roter Faden durch. Ob wir jetzt das Wort Christentum nehmen, haben wir so viele einseitige Auslegungen, des Moslems so viele einseitige Auslegungen. Ein ständiger Kampf um Standpunkte, um richtig und verkehrt. Diskussionen. Ich sage jetzt ganz einfach schon, ich bin du, wieso willst du bloß eine dieser Wahrheiten als richtig akzeptieren, besitzen? Wenn du alle Wahrheiten besitzen kannst, wenn du mit allen Denksystemen arbeiten kannst, dass du plötzlich erkennst, die können untrennbar zusammen, bilden aber in der Synthese was vollkommen Neues, so wie deine Augen, deine Ohren, dein Geschmackssinn, dein Tastsinn, die in sich selektiert überhaupt nicht miteinander kommunizieren können, einen einzigen großen Schöpfungsmenschen ergeben. Einen Geist, der in allen Religionen sich zu Hause findet. Der erkennt, dass das Spezialisierungen sind, wo es um Schwerpunkte geht, ob du jetzt hier reingehst in den Buddhismus oder in den Hinduismus oder in den Daoismus oder dann Christen, die Moslems und noch viele, viele Naturvölker. Ich will jetzt diese Tafel nicht aufmachen, dass das alles in einem Punkt zusammenspringt und dass das hier in Kleinigkeiten dermaßen beschrieben wird in Holofeeling mit Tafeln und Zeichnungen, extrem reduziert, vereinfacht, dass wirklich jeder 16-Jährige, der neugierig ist, da folgen kann. Wir schauen ja nach, ich sage, es geht um das Prinzip, dass ich sage, du musst nicht Physik, du musst kein Hebräisch lernen, nicht studieren, sagst du, man musst du den inneren Frieden finden und den inneren Frieden hast du, wenn du vor nichts mehr Angst hast. Genau. Wenn du verstehst, was du selbst bist. Ohne esoterisches und religiöses Gekack. Diese ganzen Meister, die ihre Lehrgänge geben, die meinen, Geld erhält sie am Leben mit Spenden, gib mir Spenden. Selbstverständlich brauchst du als Brüssel unter Brüssel Geld, weil dein Programm dir das vorschreibt. Aber es wird immer genügend da sein. Ich mache das einmal im Hebräischen, wenn du von morgens bis abends die Tora studierst, den Tenach studierst, das Sefer Maimonides, was du das findest, eine alte hebräische Schrift, dann werde ich der Tod nicht finden und ich werde dafür sorgen, dass du vom Aufwachen bis zum Einschlafen, diesen einen doch, immer genügend da ist, was du als Zeuge dir zum Überleben brauchst, dann trinken und dann essen. Du musst dich um nichts kümmern. Sorge dich nicht um morgen, der morgige Tag sorgt für sich selbst, schon mit der Erkenntnis, dass morgen nichts passieren wird. Das sind Sachen, das sind so einfache Sätze. Erklär das doch einmal einem normalen Menschen, der zwanghaft ständig sich Sachen in die Zukunft denkt, was passiert und was mit ihm selbst passiert, wenn dieses und jenes jetzt passiert, wenn er zum Beispiel arbeitslos wird. Die Wünsche, nichts ist trügerischer wie die Wünsche. Ich will glücklich sein. Warum arbeitest du? Orbiten. Um das zu verdienen, das zu bekommen, was du zum Überleben brauchst. Braucht ein träumender Geist Geld, das er träumt?
ist zum Träumen Geld nötig? Wohlgemerkt, dein Leben ist das, was du träumst. Und du bist der träumende Geist. Was hat er mit Geld zu tun? Die Fähigkeit zu träumen hat mit Geld überhaupt nichts zu tun. Du träumst jetzt, aber du lebst in dem Wahn, du meinst, du kannst bloß deshalb träumen, weil du Geld dazu benötigst. Ich drücke es einmal nur ein bisschen anders aus. Ja. Du demonstrierst dir doch ständig mit deinem Denken deine eigene Unbewusstheit und deinen eigenen Wahn. Und es ist jetzt gleichgültig, welches Programm in dir läuft. Du kannst immer wieder nur schauen, wenn du jetzt ins Internet gehst, mit welchen Leuten du sympathisierst, mit welchen Gedankenströmungen du sympathisierst und welche du brutal ablehnst. Damit reißt du dich in Stücke, anstatt dir die andere Seite eigen zu machen. Es ist so ein einfaches Beispiel, wenn ich sage hier, wir beobachten welche, die um einen Tisch rum sitzen, eine Tasse steht in der Mitte und die streiten seit Stunden, ob der Henkel rechts oder links oder in der Mitte ist. Und jeder ist hundertprozentig davon überzeugt, weil ich sehe es doch. Das ist der Wahn in deiner Welt, in Religion und in Politik. Und das Ganze eingepackt auf in einer Scheinheiligkeit. Lasst uns vernünftig sein. Und dann suchen sie die faulen Kompromisse, die ich beschreibe. Dass oft einer durchaus einen Lichtblick hat. Diese Streitereien, dieses kleine Beispiel, wo ich bringe in der Diskussion, die eine Partei ist felsenfest davon überzeugt, dass 5 und 5 10 ist und die anderen sind davon überzeugt, dass 5 und 5 8 ist. Und die streiten und streiten und streiten und es kommt zu keinem Ende, weil jeder wahnsinnig davon überzeugt ist, dass er recht hat. Und irgendwann kommt einer und sagt, lasst uns vernünftig sein und dann beschließen dann beide im Bundestag, dass 5 und 5 9 ist, dass jeder wir sind uns dann entgegengekommen. Treffen wir uns in der Mitte, die gar nicht mehr die Mitte ist. Zuvor hatte zumindest einer einen Lichtblick in Bezug auf diese Berechnung. Und am Ende beschließen beide das Falsche, weil sie vernünftig waren. Diese Vernunft ist die absolute Unvernunft. Und die Erbärmlichkeit einer Politiker, was dir jetzt eingespielt wird, diese unendliche Erbärmlichkeit, wenn sie an die Macht wollen, dass sie versprechen sich. Das haben wir natürlich auch rot und blau. Wenn man sich verspricht, hat man das richtig zu stellen. Ja, wir haben jetzt das ja richtig gestellt. Vorher haben wir gesagt, ich schwöre Ihnen, es wird keine Impfpflicht geben. Das kannst du jetzt in Videos, wenn du den Fokus drauf hast, dir tausendfach anhören. Ich muss es nicht herholen. Es geht mir ja nicht um die Impfpflicht, sondern es geht um diese Verlogenheit, diese demonstrierte Verlogenheit. Und es ist, seit es den Bundestag gibt, wenn wir Zeitfenster aufmachen, vor jeder Wahl, absolut geäußerte Lügen ohne Ende, allen voran, bisher, was sie sagen, und dann wird es erklärt mit einer neuen, entweder mit einer neuen Einsicht, die gar keine neue Einsicht ist. Ich sage, es ist durchaus richtig, wenn ich in mir einen Fehler erkenne, habe ich den richtig zu stellen. Das sind übrigens dann wieder die vier Seiten. Dann kann ich durchaus sagen, was schert mich das Geschwätz von gestern, ich habe jetzt eine vollkommen neue Erkenntnis. Jetzt ist aber da auch wie bei schuldig und nicht schuldig. Welche sind schuldig? Werden schuldig gesprochen, obwohl sie nicht schuldig sind, und welche werden freigesprochen, obwohl sie schuldig sind. Wir müssen immer die Gegenseite dazu bilden. Und da sage ich dir jetzt bei diesen Politikern, die haben keine neue Einsicht. Vor der Wahl war das einzige Ziel, das sie hatten, an die Macht zu kommen. Nach der Wahl ist das einzige Ziel, zuerst einmal hier ein Söder ist nur orientiert an seinen Wählern. Er muss seine Wähler am Ball halten. Wenn ich Fan bin von irgendjemandem, bin ich sowieso schon entmündigt, weil ich in einer einseitigen Sichtweise hänge. Die Argumentation hier jetzt, und jetzt kommen natürlich diese zwei Seiten, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Aber ich sage immer wieder, es gibt ja ein Kollektivwissen und jetzt in dem Bundestag die Zahlen, die reinen Zahlen, das ist vom RKI, von den Sterbezahlen, die fallen Krankenhäuser, das ist schlichtweg und einfach Lüge. Selbstverständlich gibt es Corona-Kranke. Aber die große Schwierigkeit, dass dir jetzt erst einmal klar sein sollte, wenn du in deinem Internet ältere Zahlen anschaust, dass im Schnitt angeblich, je nachdem, ich habe das immer wieder gesagt, also auch ca. 45.000 an Lungenentzündung gestorben sind. Die sind dann aber wirklich an Lungenentzündung gestorben. Das Spiel, was jetzt passiert mit den Hinbing, wo man dann natürlich wieder sagt, die Pharmaindustrie, das Europaparlament, die eigentlich gar nichts zu sagen haben, die Abgeordneten haben sowieso nichts zu sagen. Die geschwärzten Seiten, ganz clever. Das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Nochmal, wir denken uns das jetzt. Ich sage nicht, dass das da außen ist. Ich halte das zweite Gebot.
Was ich anschaue, sind meine Informationen, bist du schon ich. Und die kommen alle aus mir selber, aus einem riesengroßen Komplex, den ich Internet nenne. Es ist nicht irgendwie da außen eine Pharmaindustrie. Dass die so clever sind, wie viel Geld da im Hintergrund sich abspielt, das ist dir überhaupt nicht bewusst. Selbst jeder Arzt, wenn er was macht mit Igelleistungen, die wollen Geld verdienen. Geld, das Geld ist eine Drecksau. Das hat ja jede Form von Geistigkeit aus dem Gehirn rausgeblasen. Das gilt auch für alle Pfaffen. Wenn du meinst, du gehörst zu den Guten, du äffst genauso eine Einseitigkeit nach. In der Tradition der Kirchen ist es immer nur um Macht gegangen, es ist noch nie um irgendwas anderes gegangen. Macht und Geld in Prunk sich kleiden, die Küsse, die unser Franziskus ist ein faules Ei. Die Demut, die er predigt, im Hintergrund, der hat doch nichts zu sagen, der hat so wenig zu sagen wie unsere Kanzler, der neue Kanzler oder die Kanzlerin. Scholz, ein Musterbeispiel für lebendig gewordene Lüge. Schon vorher wie in Hamburg Oberbürgermeister war. Wenn du die Geschichte mal wenn tiefer anschaust, wenn du die Menschen, wenn du einen Hauch von Physiognomie kennst, Physiognomie von Menschen, das sind so viele Wissensgebiete, Huderer, Lavada, Trockennasen auf Mikromimik lesen, vom Pixelmännchen von Menschen. Du hast noch so unendlich viel zu lernen, bis du dich vollkommen durchschaut hast. Das ist ein Spiel, das spielen wir zwei ganz alleine, du und ich. Die Figuren, die wir uns jetzt ausdenken, kriegen das gar nicht mit. Ich glaube ja nicht, dass jetzt in irgendeiner Form ein Michael, auch wenn die jetzt die Pixelmännchen nicken, die Pixelmännchen kriegen nichts mit. Und der Gedanke dieser Menschen, die du dir jetzt irgendwo hindenkst, nach Murnau oder nach Weißenburg, die kriegen das auch nicht mit. Bei Gedanken kriegen nichts mit. Die werden für dich so sein, wie du sie dir denkst. Und was ist die Ursache, dass du das denkst? Der Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt. Darum sage ich, wenn du jetzt jünger bist zum Beispiel, dein Geschmack für Mode, egal was du dich, wie du dich kleidest, ob du dir Tattoos stecken lässt oder nicht, oder Piercings rein, du äffst nach. Du würdest das nicht machen, wenn du nicht zu irgendeiner Klientel, zu einer gewissen Clique, zu einer gewissen Art von Menschen dazugehören wolltest, weil du die aus welchem Grund auch immer bewunderst. Du äffst nach, ich rede jetzt mit einem Geist, der eine Rolle spielt und vollkommen vergessen hat, was er selbst ist. Das ist gleichgültig, ob du dich religiös engagierst in einer Gruppe oder ob du dich politisch engagierst. Du äffst irgendwas, du hast dir ein Virus eingefangen, das ist der Virus. Das blaue Männliche, wir, vier, dieses Spiel mit der Sprache, du wirst ein großer Zauberer werden und kannst alles verwandeln, wenn du die Vatersprache verstehst. Dann kannst du nämlich das Programm umprogrammieren, das am Anfang steht. Im Anfang ist das Programm, aus dem die ganzen Bilder in dir selbst, wenn du dich als Computer setzt oder als träumender Geist setzt, entspringen. Du kannst dann als Protagonist und Superman machen und fliegen, wenn du willst. Du kannst übers Wasser laufen. Du wirst es dann genauso real empfinden, wie du dich jetzt real empfindest, wenn du an deinen Körper denkst. Was ist real? Es ist eine Information. Es ist nur eine sinnlich wahrgenommene Information. Aber es ist immer noch ein Anstreben von irgendwelchen Einseitigkeiten. Ich habe das in Tausenden und Abertausenden von Variationen in meinem Kopf durchgespielt. In diesem Beroschik, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Was ich dir jetzt erst einmal erkläre, dass du ich bist. Und dann sind diese einfachen Gesetze, sorge dich nicht um morgen. Das, was du willst, dass man dir tut auf der Brösel-Ebene, macht es für die anderen. Und das, was du willst, dass man dir nicht antut, willst du, dass man dich anlügt? Wenn es dir schlecht geht, willst du, dass man dir hilft? Also helf welchen? Es sind wieder die zwei Seiten mit, wir schaffen das mit den Flüchtlingen. Ich sage, du hast die totale Spiegelung. Immer wieder dieses, wenn ich jetzt sage, vor 45 und nach 45. 45 ist Adam. Da haben wir einmal die 19. Diese göttlichen Spiegelungen, die gehen aber in beide Richtungen. Schau die vorhergehenden Selbstgespräche an, auch mit der Holoarithmetik im Hintergrund. Plus 1, minus 1. Gehen wir in der Zahlenreihe in 1 durch 1, 1 durch 2, 1 durch 3. Sind wir das Uni, ist dann das Ganze? Oder gehen wir in diese Quadratflächen rein, in diese Wurzelbegriffe? Einmal 1 Quadrat, 2 mal 1 Quadrat, 3 mal 1 Quadrat. Es ist ein arithmetisches System im Hintergrund, wo deine Welt als Ganzes überhaupt nichts wissen kann. Welt ist nur ein polarer Rand, der kommt und geht.
Und vor 45 und nach 45. Vor 45 Schiffe voller Menschen sind aus Deutschland geflüchtet und kein Land wollte die aufnehmen. Nach 45, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen reinfahren, Schiffe voller Menschen kommen und wollen nach Deutschland rein. Und alle sagen, wir wollen die nicht. Ersaufen lassen, ersaufen lassen, schreit der Mob. Und die anderen in ihre, kommt rein, Kinderchen, kommt rein, wir nehmen euch alle auf. Und du wirst merken, mit zwei Seiten wirst du immer in die Irre gehen, wenn du eine davon wählst. Und wenn du jetzt die zwei Seiten dieses Prinzip hast, wirst du merken, du kommst mit die zwei Seiten nicht hin, weil das nicht unbedingt geistreich ist. Brauchen die wirklich Hilfe? Was du siehst dann, wie viele sind dann wirklich? Ich sage, es gibt so unendlich liebenswerte Flüchtlinge, die man aufnimmt. Das Spiel habe ich alles durchgespielt. Aber es bleibt auch hier immer wieder das Prinzip, die wenigen und die Masse. Die Masse sind ein Virus, die die Gesellschaft kaputt machen. Je nachdem, in welcher Welt du jetzt lebst. Das sind alles Lernprozesse, Erfahrungsprozesse. Vor 45 Ausländer raus, nach 45 Ausländer rein. Es hat sich nichts verändert. Nichts Neues in dieser Welt. Kohle, Predigerwesen, ewige Schriften, ewige Weisheit. Die Linken diktieren jetzt einen Linksfaschismus. Interessant ist es eigentlich rechts, es passiert nämlich über die Öffentlich-Rechtlichen. Das sind die Rechten. Einseitige Dogmatik ohne Ende, Angstmache, Panikmache der Menschheit, lasst euch impfen. Lasst euch impfen. Es geht nicht, das sind symbolische Bilder. Nochmal, der Krug, der zum Brunnen geht, solange er bricht, hat nichts mit einem Krug zu tun. Im Großen und Ganzen der Klimagipfel. Es geht doch bloß um einen riesen Kompromisse, faule Kompromisse, Wirtschaft, Geld verdienen, Wirtschaft. Das ist ein Konflikt, der hier passiert. Auf der anderen Seite entlässt man immer mehr Leute. Es ist doch ein Fakt des Gesundsparen des Gesundheitssystems. Das fällt jetzt öfters in Medien. Du hörst es öfters. Komischerweise, wenn du die Zahlen anschaust, was angeblich gesund gespart wird, macht Gewinne ohne Ende. Magst du die zwei Seiten? Wie meine ich das? Das Bruttosozialprodukt lebt mittlerweile, immer wieder daran denken, das Bruttosozialprodukt, die reine Gesamt, alles was mit Gesundheit zu tun, Anfang von Pharmaindustrie über Krankenhäuser und über Ärzte, macht mittlerweile mehr Bruttosozialprodukt als die Autoindustrie, wenn du die Zahlen anschaust. Deutschland kann sich, die Welt kann sich gar nicht leisten, dass gar keine mehr krank sind. Einseitige Aussage. Aber ich will jetzt einmal ums Gesund sparen. Dass es nicht mangelt an, das hast du mal nochmal als Geist, bist du eh ewig über den Dingen. Aber wir bleiben jetzt einmal auf dieser Trockennasenaffen-Ebene. Dass die immer sagen, das wurde gesund gespart. Und dann hörst du plötzlich immer, es ist gar nicht das Problem, dass zu wenig Intensivstationsplätze da sind. Es sind keine Pfleger da und damit sind die eigentlich brach. Weil du brauchst ja das entsprechende Personal dazu. Geh meinen Gedankengang bitte mit. Und die verdienen nichts und so viel haben das, weil sie von dem Geld fast nicht mehr leben können. Immer normal gesprochen eine Brüsselgeschichte. Sind diese Pflegekräfte sind abgewandert und wir haben zu wenig Pflegekräfte. Und dann, was nützt dir ein Platz, wenn kein Arbeiter da ist, der den belegt? Das wurde gesund gespart, aber komischerweise, es ist nicht, dass der Steuerzahler das Geld nicht bezahlen musste. Das wurde umgewandelt, was eingespart wurde, ausgeschüttet in die Aktiengesellschaften, die diese Krankenhäuser betreiben. Das heißt, das Geld wurde vom Steuerzahler schon bezahlt. Übrigens auch die Impfungen, die ist gar nicht klar, wenn du jetzt lasst euch impfen, am dritten Pix, am vierten Pix, am fünften Pix. Und wir haben so viel geordert in der Pharmaindustrie, die sich noch clever unterschreiben ließ, bei Vertrag geben ließ, dass wenn der Impfstoff nicht wirkt und die Menschen krank wird, dass sie dafür nicht verantwortlich gemacht werden können. Da muss ein Sonderfonds mit Steuergeldern eingerichtet werden, dass die entstehenden Schäden auch von den Steuerzahlern bezahlt werden. Noch besser geht's ja nicht. Die geschwärzten Seiten im Europaparlament, was haben die eigentlich zu sagen, die Abgeordneten? Meinst du, die deutschen Abgeordneten haben was zu sagen? Das ist jetzt dein Hintergrundfehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Wohlgemerkt, nichts da außen, kein zweites Gebot halten. Du bist in einem Traum und du hast die Symbolik deines Traums zu durchschauen. Was ist der Sinn deines Lebens? Zu erkennen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und das hat nichts mit Filwisserei zu tun. Das kann jeder 13-Jährige eigentlich sich bewusst machen. Und ich rede dann immer mit einer hundertprozentigen Sicherheit. Ich reduziere das wieder, dass der ganze Wahnsinn dir bewusst wird. Dieses Postengeschacher in der Politik,
Das ist doch, da geht's doch, wenn ich doch wirklich empfohle, mein demokratisches Krankenhaus, der Wahnsinn der Demokratie, wo bestimmt wird in Koalitionsparteien, in der Ampel, letztendlich hinter verschlossenen Türen. Das ist auch so eine Sache, wenn man überhaupt Demokratie macht, müsste alles, was ein Abgeordneter äußert, da darf es keine verschlossenen Türen geben. Wähler müssen wissen, was die Leute sagen und denken, was sie äußern, zumindest wenn sie zusammensitzen. Und dann wird wirklich geschachert, wer wird Gesundheitsminister. Das hat nichts zu tun mit irgendeiner Qualifikation, sondern mit einer Parteizugehörigkeit. Die haben jetzt die Schwarzen haben ihre Ministerplätze verloren und jetzt müssen die Ministerplätze durch die neue Regierung ersetzt werden. Wer kriegt was? Und das wird hinter den verschlossenen Türen in erster Linie verhandelt. Wer am meisten Macht kriegt, wer die meisten Ministerposten kriegt und wer was macht. Nicht, ob der überhaupt fähig ist dazu. Ist total offensichtlich. Und alles in einen extremen Gutmenschentum. Und jetzt wieder Cut, immer dran denken, wir reden jetzt nur Worte, wo du Gedanken aufpasst und was du aus diesen Worten für Gedanken machst und wie du reagierst. Du sollst beobachten, wie du auf diese Worte reagierst und wie du die interpretierst, wie du die auslegst. Und egal, wie du die auslegst, ich bringe dir eine andere Logik, die dieselben Worte ganz anders auslegt. Was die Worte jetzt für ein Gefühl in dir erzeugen, stilles Eingeständnis und Schweigen, Demut, Erkenntnis, mal bin ich neben mir gestanden, warum ist mir das nicht selbst aufgefallen? Warum ist mir das nicht schon längst aufgefallen? Die Erkenntnis, hey, ich habe in dem Wahn gelebt, dass ich meine, ich habe mit meinen Gedanken nichts zu tun. Mit den Gedanken, die ich meistens aus irgendwelchen Worten mache, die in mir auftauchen, entweder als Geräusche oder als Schriftzeichen. Das ist doch dieser ständliche Verwandlungsprozess, wenn du was liest. Fakt ist, es existiert im Moment immer bloß das, was jetzt da ist. Ich bin das Bewusstsein, das diesen ständigen Wechsel meiner eigenen Informationen beobachtet. Was ist die Ursache für diesen ständigen Wechsel meiner eigenen Informationen? Der Intellekt, den ich zum Denken benutze. Und jetzt kommt wieder, dass ich sage, wenn du solche Selbstgespräche auf der Bröselebene, Brösel, zwei sitzen vom Computer, jetzt ausgedachterweise, ich bin der eine, der sich die zwei ausdenkt, wir hören uns das an. Ich bin der eine davon jetzt mit Holofeeling und der andere hat noch keine Ahnung von Holofeeling. Sag, wenn dir irgendwas nicht passt, sag dann zu dem anderen. Lass uns das dann drüber reden, was du dich jetzt reibst, was da nicht stimmt an diesen Worten. Was stimmt an den Worten nicht? Ich greife nicht einmal was an. Bei Holofeeling gibt es keine Feindbilder. Es gibt das, was jetzt auftaucht und es gibt eine Reaktion darauf in Maßsetzung eines extrem fehlerhaften Intellekts, eines extrem fehlerhaften Interpretationssystems. Das ist der blaue Ich, das macht den Menschen aus. Und dann kann man darüber reden, aber keinen faulen Kompromiss, sondern lass uns, wenn wir widersprüchliche Meinungen haben, lass uns hinsetzen und uns gemeinsam, wie sieht die höhere Ebene aus? Wie sieht das Ding aus, das einmal den Henkel rechts hat und den Henkel links und dann wieder Gott einen Henkel hat? Das ist natürlich ein Sündebeispiel. Wie sieht eine Wohnung aus, wenn einer sagt, nee, da ist ein Bett, eine Wohnung ist ein Bett. Der andere sagt, nein, eine Wohnung ist eine Badewanne. Nee, eine Wohnung ist ein Herd. Nein, eine Wohnung ist ein Tisch. Ich sage, da kann man jetzt dann schon sagen, Badewanne ist mehr Unterordner Badezimmer, Bett ist mehr Unterordner Schlafzimmer. Mir kommen Kollektionen in Kollektionen, dasselbe gilt für Religionen. Wenn ich hier von Bahai reden du oder von Sufizismus, ist der überordnet Moslem, Koran. Wenn ich von Katholiken rede und von Zeugen Jehovas, ist der überordnet das Christentum. Das ist diese Hierarchisierung in den Computerdatei, Kollektion, Selektion, ist wieder eine Kollektion, dieses Ineinanderstülpen in Zwiebelschalen, Kollektion, Selektion. Beides heißt übrigens Auswahl, aber gespiegelt. Eine Kollektion ist eine Auswahl. Eine Auswahl von vielen Dingen in einem einzigen Ordner. Eine Selektion ist auch eine Auswahl. Ich wähle etwas aus diesem Ordner heraus. Im deutschen Wort ist das Wort Auswahl, habe ich schon zwei Seiten von dem Wort Auswahl. Wenn ich Auswahl rede, meine ich, dass ich was auswähle oder meine ich die Auswahl von verschiedenen Dingen in einem Ordner? Und die Kleinigkeiten, das ist das Yoda, das nicht verloren gehen darf. Du darfst nicht die kleinste Kleinigkeit da außen vor lassen. Da braucht man Bewusstsein dazu. Übrigens schon wieder, müsste ich jetzt wieder hören, in dir Bewusstsein brauchen, heißt, es wäre ein Bewusstsein, das ich besitze. Ich kann nicht etwas besitzen, was ich bin. Das führt uns, und dann lassen wir es gut sein, zur Kollektion der logischen Typen.
Du wirst mir keine Schrift bringen, wo ich behaupte, dass die nicht wichtig ist und dass die nicht richtig ist. Großer Mathematiker, das wäre jetzt Arithmetiker, Russell, die Theorie der logischen Typen. Mengenlehre, eine ganz simple Erkenntnis, dass eine Menge, die wir jetzt definieren, niemals ein Mitglied von sich selbst sein kann. Kannst du etwas genauer einlesen in dem Selbstgespräch, ich bin du Quadrat? Ich bin du Quadrat ist dazu hier, jedes Selbstgespräch ist sehr, sehr tief. Wie ist das zu verstehen? In Ich bin du Quadrat heißt zum Beispiel, dass wir jetzt eine Menge, nennen wir jetzt, wir können das auch eine Gattung lesen, die Gattung der Primaten. Primaten sind Säugetiere, sterbliche Säugetiere. Primaten nennen wir auch die Gattung der Affen. Da gibt es Gorillas, gibt es Schimpansen und so weiter. Gehört auch übrigens der Trockennasenaffe, den du Mensch nennst, dazu. Ist was Ausgedachtes. Dass diese Menge der Primaten, die Gattung selber, kann nie ein Mitglied von sich selbst sein. Wie ist das zu verstehen? Das heißt, ein Primat ist ein Säugetier. Je nachdem, lebt auf Bäume, nicht auf Bäume, ist er Fleischesser oder kein Fleischesser. Es gibt sie bei den Affen, diese verschiedenen vielen Arten. Die Gattung selber kann nicht ein Affe sein. Die Gattung, sprich die Menge, kann niemals ein Mitglied von sich selbst sein. Das heißt, wenn du Geist dir jetzt Primaten ausdenkst, vielleicht noch auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, der sich diese Menge ausdenkt, kann nicht ein Mitglied von dieser Menge sein. Das heißt, du kannst eigentlich gar kein Trockennasenaffe sein. Interessant. Ist interessant, ne? Das ist immer, dass ich sage, der sich das heliozentrische Weltbild ausdenkt mit Affen drauf, mit all den Hell-Dunkel wechselt ab, da sind wir so oft drauf eingegangen, dass das so riesengroße Trugschlüsse sind. Der Darwinismus, all das ganze Zeug, das chronologische Denken, mit der Weltbevölkerung, wie die gewachsen ist. Eine ganz einfache Formel widerlegt das. Erzähle ich jetzt nochmal 1, 2, 4, 8, 16. Wir sind wieder bei unseren Perspektiven. Diese einfache Rechnung widerlegt das, entlarvt es als Lüge, erklärt es den Weisen deiner Welt. Die Zinseszinspolitik ist eine riesen Sackgasse. All das ganze Zeug sollte eigentlich jeder Betriebswirtschaftsprofessor wissen. Jeder Philosophieprofessor, den wir uns jetzt ausdenken, müsste eigentlich wissen, was Philosophie ist. Die müssten die Menschen eigentlich darauf aufmerksam machen, wenn ich immer sage, kein großer Philosoph in Griechenland hat irgendwie darauf hingewiesen, dass Demokratie was Gutes ist. Ganz im Gegenteil, wo das hinführt, das siehst du doch jetzt. Vollpfosten, die einfach über Medien manipuliert werden, die ganze Meinung, was über deinen persönlichen kleinen geistigen Horizont hinausgeht, hast du doch nur aus Medien und Basieren. Das heißt, die Leserbriefe in einer Zeitung ist letztendlich das Wissen, was die Leser aus dieser Zeitung haben. Die vollkommene Selbstmanipulation. Eigenständig denken erfordert ein vollkommen neues Denken. Das kriegst du mit Holofeeling. Aber das brauchst du nicht mehr auf der Brüssel-Ebene äußern. Du musst es nicht den Figuren in deinem Traum erzählen. Das ist ein ganz intimer Akt, sage ich immer wieder. Ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt träumt, der jetzt sich dieses Gespräch ausdenkt. Weil ich ihn das jetzt träumen lasse. Und der das träumt, das bin ich, der dieses Programm zu durchschauen hat. Vor dem Bücherregal und der ein Buch erlebt, ein Leben erlebt. Das kann ich immer nur wiederholen. Es macht jetzt keinen Sinn, momentan in einer jetzigen Reifestufe, bis auf eine Handvoll meiner 100 Affen, wo ich sage, dass wir tiefer in diese Arithmetik eindringen. Du hast die Bücher dazu, wenn du die Reife hast, machst du das in einen Demon-Akt der Selbsterkenntnis. Aber momentan musst du zuerst einmal den inneren Frieden finden, Frieden. Das Holofeeling ist der Friede. Frieden ist Frieden, das ist die Frucht, das Erzeugnis und Eden des Paradieses. Und das ist nicht ein ausgedachtes Himmelreich, dem eine ausgedachte Hölle gegenübersteht, sondern das ist dieser absolute Mittelpunkt, der du selbst bist. Du bist das einzige konstante Parameter in deinem Traum. Was hat der Känguru in Australien, die Neandertaler in der Steinzeit und der Alphitum gemeinsam? Was haben die Impfgegner und die Impfbefürworter gemeinsam? Die Moslems und die Christen gemeinsam und die Atheisten gemeinsam. Da gibt es einen gemeinsamen Parameter. Der ist aber von einer anderen Ebene, auf einer geistigeren Ebene. Das bist du. Du, der du dir all diese Dinge ausdenkst, die es ohne dich nicht geben würde. Und wenn es die gibt, sind sie hier und jetzt eine Information von dir. Das ist übrigens hundertprozentig sicher.
In den Sätzen, wenn du das verstanden hast, hast du es eigentlich schon geschafft. Dann wirst du immer noch, wenn du an dich denkst, an denselben Brösel denken, aber es ist keine Angst mehr in dir. Vor was? Angst vor einem Gedanken, den du dir denkst, den es gar nicht gibt, wenn du nicht denkst, der nicht existiert, wenn er von dir nicht gedacht wird. Wovor solltest du Angst haben? Dass du zerstört wirst? Nichts, das absolute Nichts kann nicht zerstört werden, das ist ewig. Jetzt musst du das bloß noch glauben, was ich dir sage. Das heißt, ich verlange von dir, dass du das glaubst, rot gelesen jetzt, was hundertprozentig sicher ist und dass du aufhörst, Sachen, die du nur vom Hörensagen kennst, die du verwirklichst, als hundertprozentig sicher anzusehen. Solange du das machst, wirst du leiden, bis in alle Ewigkeit. Das war wieder mal ein Wort zum Sohn, Doc. Das muss sein.